Fünf Leute. Fünf Leute schon am Start. Guten Tag, Mari. Guten Tag, Zipsi. AOE, euer Jürgen ist auch am Start. Ja, schön, 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 schön. Wen haben wir da noch? Magic und The Lurkser und Jonathan ist selber auch noch hier im Channel Zonky Bonky. Schön. Ja, Magic, dein Match ist momentan noch auf Hold, aber wir kümmern uns drum. Es, hast du ja im Chat mitbekommen, vielleicht gibt es ja einen Ersatz für den Reggie, der leider nicht mehr mit dabei sein kann. Ja, und ich denke, da werden wir doch einen guten Gegner für dich finden. Finde ich auf jeden Fall schön, wenn auf jeden Fall nochmal ein Match stattfinden könnte in den nächsten Tagen. Ansonsten kriegst du halt auch wie Namgroth den quasi Free Win. Jo, Zongi Bongi ist da, Jonathan ist am Start. Ja, Jonathan, komm rein in Discord, mein Boy. Schön dich zu lesen, Zongi Bongi. Oh Mann. Ja, das wird vielleicht ein neuer Ausdruck, der sich so in den nächsten Jahrhunderten etablieren wird in der digitalen Welt. Ja, vielleicht. Schön, dich zu lesen, Elomis. Ja. schon ganz süß eigentlich, aber... Ja. Werden wir vielleicht adaptieren, ja. So, Manu ist noch kurz seine Blase entleeren und dann ist er da, hat er geschrieben. Klo-Content ist weiterhin vorhanden bei... Elomis auf dem Channel, ist ganz klar. Ja, wann kommt das Klo-Turnier eigentlich? Alle das Klo-Turnier mit. Ja, dann kann man eine Kloschüssel gewinnen oder so. Kriegt man dann die Age of Empires Klo-Brille. Ja, boah, nice. Okay, die fände ich tatsächlich gar nicht so bad. Bestimmt so ein Shop, wo man das bedrucken lassen kann. Oh Gott, ja. Die Age of Empires. Oh Gott, ja. Ja, Reggie zu verlieren ist echt schade. Ist wirklich super, wie der sich immer wieder eingebracht hat. Auch immer wieder. Info gegeben hat, ist wirklich schade. Ich hoffe, er hat gemeint, er hat Bock, beim nächsten Turnier dabei zu sein. Und da werde ich auf jeden Fall wieder fragen, ist klar. Und da hoffe ich doch, dass der Kerl bis dahin mehr Zeit dafür hat. Ja, wirklich, wirklich schade, dass er nicht mehr dabei sein kann. Aber ja, Age of Empires ist nicht das Wichtigste, genau. Das Wichtigste. Auf der Welt. Manu ist auch gleich da. Mobi ist schon am Start. Ja, und dann haben wir schon wieder ordentlich Zuschauer hier. Nice. Gefällt mir. Gut. Also, Jonathan ist schon hier. Guten Tag. Hallo, hallo. Hi, hi. Nervös. Ja, nervös bist du. Nervös, nervös. Nervös, ach Quatsch. Ich hab gehört, Horus trainiert mit Dingo. Ja, das habe ich nicht nur gehört, das habe ich vorhin sogar gesehen, dass er das gemacht hat, ja. Aber du hast gestern mit Horus, Ölbert und mir und so weiter trainiert und Ölbert hat Dingo besiegt, von daher ist es ja eigentlich gar kein Ding. Ah, stimmt. Ja. Und wir haben Ölbert auch besiegt. Oder so. Oder war das vorgestern? Ich weiß gar nicht mehr. Naja, jedenfalls bist du auf jeden Fall auch im Saft, habe ich vorhin bei unserer Bestenliste gesehen, mit dem High an Elo, das du bisher erreicht hast, jetzt bei 13,20 angekommen. Von daher, ja, so schlecht kann es doch nicht laufen momentan, oder? Ja, stimmt, täuscht aber auch, wenn man dann mal so dreimal gegen Leute spielt, die irgendwie so 60 Punkte drunter sind und dann wächst man so plötzlich und... Sobald man wieder einer auf der Höhe ist, dann sieht sie wieder schlecht aus. Ja, 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 gut, so ist es halt, ne? Die Leute werden besser und man ist auch nicht immer gleich gut in dem Spiel, macht nicht immer die besten Entscheidungen in jedem Spiel. Aber jetzt unter Druck ist es natürlich alles. Da ist das Adrenalin da, da ist das Gehirn versorgt, du hast wahrscheinlich was getrunken, das Fenster war offen und du hast gelüftet. Beste Bedingungen. Ich war schon zweimal auf Klo, alles geregelt hier. Ja, also. Frau Tollewolle ist auch am Start. Hallo, guten Abend. Ja, dann warten wir noch kurz auf den Manu und dann geht's ab. Oh, Evolutionary Cynic. Der Bad Boy des Rocket Cup ist auch im Chat. Der zukünftige Tower Rusher only. Bin ich mal gespannt. Der Papa ist hier. Na gut. Gut, hast du den Horus so ein bisschen ausgeschaut? Hast du den ausgeguckt? Weißt du, was der so macht? Nee, leider gar nicht. Ich habe das nur über eine Ecke gehört, dass er da im Trainieren ist. Ich habe heute nochmal, nee, stimmt gar nicht, ich habe heute nochmal
bei AOE2.net geguckt, wie so seine Elo ist. Und das ist ja schwer zu sehen, weil er ja so wenige Ranked-Matches 1 gegen 1 nur hat. Oder das so, ist so 20 richtig. oder 30 oder so. Ja, ja. Und es hilft mir wenig, ob das jetzt, ob diese 12,70 oder was später, keine Ahnung, ja, ob das denn so 20, stimmig so. Ist. Ja, das ist so echt so eine Frage bei Horus. Da weiß man nicht wirklich, wie sein wirkliches Level ist. Aber das weiß man, glaube ich, auch so nie so richtig. Also ihr seid, glaube ich, schon auf einem ähnlichen Level. Ihr habt nicht umsonst bisher alle Spiele gewonnen, beziehungsweise alle Begegnungen gewonnen. Du hast ja eins an Zipsy abgegeben, ein Spiel. So, also ich denke, da werden schon zwei Leute aufeinandertreffen, die sich ebenbürtig sind. Und das verspricht natürlich auch ein spannendes Match zu werden. Wo wir gerade beim Thema sind, der Horus, der Manu ist jetzt auch da. Guten Tag. Hallo, hallo, entschuldigt die Verspätung. Aber jetzt bin ich da. Oh, Benator grüßt auch den Horus im Chat hier. Ein Zauberer kommt nie zu spät. Grüße zurück an Benator, stimmt. Venator, kenne ich von einem anderen Spiel und der hat immer wieder mal bei unseren Turnieren mit zugeguckt. Vielleicht spielt der auch mal am nächsten Turnier mit, ich sag das mal ganz öffentlich. Er will, glaube ich, nicht, aber ja. Das hat noch nie geschadet. Ich habe so viele Leute zu Age of Empires gezwungen, die Hälfte des Netz wollte ursprünglich nicht mitspielen. Von daher ist es schon gut, wenn man sowas macht. Venator als Familienvater, und ich finde, das könnte ja eigentlich ich finde auch Familienväter haben Platz in so einem Age of Empires Turnier. Da, ja, auf jeden Fall. Also, da sehe ich genauso. wir haben gerade schon ein bisschen darüber diskutiert, dass deine 1 gegen 1 Elo natürlich nicht so repräsentativ ist und Jonathan nicht so richtig weiß, worauf er sich da einlässt jetzt. Das kann natürlich auch ein bisschen Taktik sein, so wie ich den Manu kenne, ist es auch nicht ganz unbeabsichtigt, dass der da so wenig 1 gegen 1 spielt. Und ich freue mich auf spannende Matches. Mal gucken, was es wird. Jonathan momentan mit einer 13-20er Elo, jetzt wieder geballert die letzten Tage. Also das sind beide im Saft stehend. Schauen wir mal, was passiert. Und damit gehen wir auch direkt mal in Map-Bann-Phase rein. Der Manu, der Horus, darf anfangen, weil erst genannt. Manu, was möchtest du denn auf keinen Fall spielen? Ich möchte nicht Coast to Mountains spielen. Coast to Mountains ist raus. Jonathan, deine Bans bitte. Ich möchte nicht Team Islands und Arena spielen. Okay. Und Manu, Horus, dein letzter Ban. Ich möchte nicht Akropolis spielen. Okay. Gut, das heißt, jetzt steht direkt Arabien als erstes Match an. Und da ist natürlich noch die Frage, ob ihr pickt oder ob ihr zufällig spielen wollt. Und da darf auch der Horus als Erstgenannter als erstes sagen, was er tut. Ich möchte picken. Pick und Jonathan? Dann picke ich auch mal. Beide picken. Weise Entscheidung. Gut, dann freue ich mich auf ein schönes Matchup. Good luck, have fun. Achso, wie finden wir uns denn? Wir haben uns, glaube ich, nicht in Steam. Kennst du deinen Freundes-Key auswendig? Ansonsten ich hoste und nenne das Spiel Jonathan. Okay, alles klar, machen wir es so. Dann finden wir das. Gut, dann gehe ich mal in einen anderen Channel rüber. GLHF. Okay. GLHF. GLHF. I hope you will be entertained. Ja, ich denke schon. Das kann ich mir kaum anders vorstellen, ehrlich gesagt. Okay, bis in vielen Minuten. Bis in demnächst. Okay, der Chat sagt schon, Adi ist beim nächsten Turnier dabei. Ja, gern. Nur wird es wahrscheinlich noch eine Weile brauchen, bis wir nächstes Turnier haben. Das hier dauert ja erst noch eine Weile. Wir sind erst in Phase 1 von drei Phasen des Rocket Cups und sind bei 4 von 8 Spieltagen dieser ersten Phase. Von daher dauert das hier alles noch eine Weile. Ja, Farrier sah ganz nett aus, Benato. Mal gucken, vielleicht muss ich mir das auch mal irgendwann reinziehen. Manu hat es mir schon mehrmals empfohlen. Naturjoghurt auch am Start. Guten Morgen, guten Tag. Hi Joscha, guten Morgen. Falls du jetzt erst aufgestanden bist, kann man ja mal machen. Aber wahrscheinlich jedes Moin eher als Trendwort.
denke ich auch. Gerade benutzt. Ist ja ziemlich in gerade unter den jungen Leuten. Ja, ja, die junge Leid. Oh, die süße aus Abwandlung. Hamburg. Moini. Moini auch noch. Moini. Gumo, dachte ich. Oder so. So, jetzt müssen die beiden noch picken. Und dann geht's wahrscheinlich los. Bin mal gespannt, was die beiden uns... sind noch in der Lobby. Okay, dauert noch ein bisschen. Ja, was erwartest du denn vom Spielstil von den beiden? Was haben wir denn bisher so gesehen? Ja, früher war es ja immer so, den Manu muss man früh stressen. Ich glaube, mittlerweile hat er da auch dazugelernt und kann sich wahrscheinlich ziemlich gut wehren jetzt in Feudalzeit und auch den Gegner lesen. Das ist nicht nur so wie im ersten Turnier, sondern da gab es auch eine Entwicklung. Und Jonathan ist natürlich hier einer der Besten im Turnier, den Punkten nach. Wobei der Manu natürlich schon sehr erfahren ist. Ah, du hast den Steckbrief hier offen. Ja, ja. Map Control ist er halt sehr stark, ne, der Manu. Ja. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also wenn man schafft, hier irgendwie die Map so im Auge zu behalten und ein paar Raids bei Manu zu schaffen, dann mache ich mir da keine Sorgen. Wenn das Spiel länger gehen sollte, ist der Manu einfach extrem stark. Spiel ist da und ich gebe dir da auf jeden Fall recht. Und es gibt Tataren gegen Koreaner von Jonathan. Was erwartest du? Also Koreaner mittlerweile ja nicht mehr nur so eine reine Tower Rush Sif. Ja. Meinst du, Jonathan könnte hier einen Tower Rush spielen oder nicht? Ich bin überrascht vom Pick und es wäre auch krass, wenn er jetzt wirklich so einen Tower Rush abziehen würde. Aber wieso denn nicht? Gerade gegen Tataren gut machbar. Tataren natürlich auch mit einem starken Boom und hier eine neue Lieblings-Sif von Manu. Und ich denke, da kennt er sich schon relativ gut drin aus, weiß, dass er hier die Hillfights nehmen kann. Mhm. Und ja, Tower Rush kann gut reinhauen hier am Anfang. Glaub's aber kaum, dass er jetzt wirklich so Captain Obvious hier reingeht mit Koreaner Tower Rush. Ja, mittlerweile die Koreaner ja auch wirklich mit einem guten ja, Archer-Ansatz auf jeden Fall am Start. Also, wenn man hier mal reinschaut, Moment, bei Rot muss ich gucken, Koreaner mittlerweile halt mit den kostenlosen Rüstungsweiterentwicklungen für Bogenschützen. Das heißt, alle Rüstungsupgrades sind automatisch drauf, wenn man das Zeitalter erreicht. Das ist natürlich schon auch ziemlich nice. Also, man kriegt einfach nicht so viel Damage instant, wenn man die nächste Zeit erreicht, hat man dieses Upgrade drauf. Das ist schön. Ja. Ja, das Early Game wird echt interessant. Mal gucken, wahrscheinlich wie der Scouts vom Tataren. Er hat halt diese 50% mehr Nahrung von Herdentieren, genau. Mhm. Also das ist schon nicht schlecht, wenn man da alle seine Schäfchen findet. Und das sieht auch ganz gut aus bis jetzt hier bei Manu. Holt sich Bohr, macht auch schon mal hier die untere Seite zu Richtung Osten mit zwei Häusern, da ja. Fängt er an zu wallen. Also bei Manu kann man echt drauf setzen, dass der Kerl eigentlich immer gewallt ist. Das ist ihm immer sehr, sehr wichtig, dass die Base zu ist. Ja, bei Jonathan hatte ich es in dem Steckbrief auch schon drin. Der Kerl ist bekannt dafür, eigentlich fast immer eine perfekte Build Order zu spielen und er ist auch jetzt schon durch leichte Idle Time bei Manu auch schon so ein Viertel Villager vielleicht vorne. Also der verliert einfach kaum Time, das ist super sauber und super safe, wie der spielt. So ein bisschen, ja, vielleicht der Viles unseres Turniers, der finnische Spieler, der einfach immer super saubere Build-Orders macht. Ja, und Jonathan auch hier völlig ohne Probleme mit irgendwas. Oh, Xaxotraxolus mit dem nicen Abo schon seit 7 Monaten, was ein Dude! Krasser, krasser Scheiß. Dafür, dass Xaxo eigentlich so gefühlt schon ein Baby unserer Community ist, oder naja, von Anfang an Teil davon ist, ist es echt schade, dass wir ihn noch nie auf dem Schlachtfeld hier gesehen haben, ne? Also, ja. Das war natürlich auch noch so eine Sache. Oh, und bei Manu rennt jetzt leider das Bohr nicht mit. Bei Manu rennt das Bohr nicht mit. Und jetzt sieht Jonathan das, lähmt der. Er dreht um. Nee, macht er nicht. Aber Jonathan mit einer super frühen Uptime, ne? Das heißt super früh, aber mit 20 Pop-Scouts vermutlich.
so wie das ausschaut. Noch ist keine Kaserne da, aber der hat jetzt 20 Pop, macht Loom und will danach abgehen. Manu, Horus, hat der momentan die Ressourcen, um abzugehen? Ja, ich glaube, der ist noch ein bisschen hinten dran. Das Bohr war nicht rechtzeitig da. Jetzt kommt eine Kaserne. Ja, vielleicht hat er da auch was vor mit irgendwie Drush oder sowas in der Richtung, aber dafür wäre es eigentlich auch schon zu spät. Also ja, Jonathan hat eben schnell seine Bohrs geholt, ist ja auch schon parallel auf den Berries. Sind das 4 oder 3? 3, okay, da kann noch einer drauf. Jetzt kommt hier der Snipe auf den Scout und na. Auf der anderen Seite könnte auch der Sniper auf den Scout kommen. Jonathan direkt unter dem TC, merkt's jetzt. Ja, und so ein Scout-Rush ist natürlich nicht so effektiv, wenn da leider schon der Scout, der anfangs Scout, tot ist. Von daher, nicht ganz ideal jetzt für Jonathan, falls er wirklich Scouts spielen möchte. Die Kaserne kommt jedenfalls. Rechte Seite wird auch gewallt. Und er hat hier eigentlich auch ein schönes Back-Main-Gold. Also da kann man auf jeden Fall auch gut drauf aufbauen. Ja. Das andere Gold an dem fiesen Hügel natürlich. Aber ich denke nicht, dass Manu da jetzt drauf geht. Ist einfach nicht im direkten Weg. Manu auf der anderen Seite hat auch schon eine Kaserne oben. Der wallt jetzt hier seine letzte Wall zu auf der anderen Seite. Ist genau, wird auch gewallt. Also der ist bald dicht. Und jetzt gucke ich mal, was kommt in der Feudalzeit. Ich sehe hier niemand auf Stein, das heißt Tower Rush können wir vergessen. Aber der Stall. Mit 3 Villagern wird er gebaut, okay. Und der Scout Rush ist schnell und da wird Manu nicht zu sein an der Stelle. Also, wenn der jetzt direkt losrennt, ist da Manu noch offen. Aber es ist natürlich schon nicht geschickt, dass sein Anfangs-Scout gestorben ist. Das wird von 2 Seiten gewollt. Da hinten könnte in der Tat noch offen sein. Vorne wahrscheinlich eher nicht. Genau, da kommt jetzt nochmal ein Stall rein. Ja, kein Tor vorne. Okay, kann man machen. Ist halt eh die Frage, brauche ich ein Tor überhaupt? Das kostet einfach ein bisschen mehr. Ich glaube 30 Wood. Muss ich mal reingucken. Herr Jonathan jetzt auch idle im TC. Der will einfach nur die Scouts rausballern. Ist natürlich ehrenwert, aber ja. Verliert dadurch auch ein bisschen seinen Eco-Vorteil, den er hatte. Jetzt kommen die Dorfbewohner nach. Also 30 Wood für ein Tor und man hat hier praktisch Palisadenwall für 3 Wood. Kann man sich schon überlegen, wenn man wirklich mal in Richtung High Elo spielt, ob sich das überhaupt lohnt, hier ein Tor zu bauen. Weil oft braucht man es ja nicht wirklich. Man kann in seiner Base irgendwie Ressourcen abbauen bis zur späten Ritterzeit, würde ich mal sagen. Müsste man nicht unbedingt raus. Und was Einheiten grade werden nach draußen produziert. Ja. Sorry, was mir gerade gut gefallen hat, ist, dass Manu seinen Scout nochmal zur Seite geschickt hat, um einfach nochmal ein bisschen Zeit zu kaufen, dass er da hinten zu ist. Und das ist er jetzt auch. Das heißt, die Scouts, die Jonathan produziert hat, die klopfen jetzt gegen Palisaden. Ja, und da hinten hat er dann noch ein Tor reingeklatscht. Mal gucken, das kann er auf jeden Fall abwehren. Ja, da wird nicht viel passieren. Manu selbst auch, Horus auch, mit 2 Scouts, die ebenfalls nicht so viel machen werden. Und einem Spearman für daheim. Der wird auch ausreichen für die 3 Scouts vermutlich. Da wird nicht viel passieren. Jetzt kommt es wirklich drauf an, wer besser Eco macht. Und da sind sie fast gleich auf. Naja, Manu mit einem Dreiviertel will vorne. Ja, die klopfen auch noch nicht an. Die stehen hier halt nur offen hinten bei Jonathan. Ja. Hier der Bambus der Koreaner oder besser gesagt der asiatischen Völker, den hat hier schon mancher unterschätzt oder übersehen. Aber es sind halt auch bloß 2 Scouts und in der Theorie muss da nicht mal einer fallen, doch einer fällt. Aber ja. Die Scouts gehen zurück. Kluge Entscheidung, würde ich sagen. Also ja. Vorne geht er außen rum, hat er reingeklickt. Also eigentlich ist er komplett zu. Er guckt vielleicht mal auf der Flanke. Er geht nach vorne. Komisch. Mit Villagern, der Jonathan, währenddessen. Was kommt da jetzt? Ich denke, da kommt der Tower. Interessanter Move, finde ich. Ja. Also jetzt nochmal so einen späten Tower Rush. Er hat hier Ressourcen hier gesehen, dass es eine gute Stelle ist. Da idelt er auch Felder. Also
perfekte Stelle hier, um Tower Rush zu beginnen. Zu Hause, Schwerkämpfe von Jonathan gegen die Scouts, hat ja schon ein bisschen draufgehauen. Er könnte jetzt mit seinem Villager dagegenhauen, um zu tanken. Aber Manu ist wach. Manu sieht auch, er ist auf Stein. Und Jonathan hier an noch einer Stelle offen. Das ist hier an zwei Stellen offen, insgesamt. Manu mit einem schönen Micro geht hier von einer Seite auf die andere und der Tower wird aber hochgehen. Der denied schon ein bisschen ein paar Sachen. Gefällt mir ganz gut, der Tower, wo der steht. Also einerseits das Stein hier, das zweite Gold und natürlich auch hier die Woodline von Manu. Das ist einfach ein bisschen stressig und man kann auch nicht nachwallen. Also wenn da jetzt dann irgendwie die Scouts noch hinkommen von Jonathan, dann kann der da auf jeden Fall irgendwann früher oder später rein. Ja, das nimmt jetzt viele potenzielle Ressourcen weg. Die benutzt Manu jetzt zwar nicht direkt, aber in Zukunft muss er auf jeden Fall hier die Tower clearen, wenn er die Ressourcen haben möchte. Mhm. Und die Scouts kommen auch mit nach vorne. Zwei Speerkämpfer sind ja am Start, aber der Turm ist schon eingewollt. Oh. Da ist fast also, auch noch eine Villagerin gestorben gerade. Er muss jetzt hier außerdem noch ein Haus. Der Gegentower kommt, er geht jetzt noch nicht auf Stein. Nee. Er hat zwar noch ein safes Stein hier in der Mitte, das ist ganz gut für ihn. Vielleicht will er eher in die Ritterzeit gehen. Er pumpt nochmal Speerkämpfer nach und wallt nach. Auf jeden Fall die richtige Reaktion. Zweiter Tower ist halt die Frage, wo der jetzt hinkommt. An die nächste Woodline. Der grast jetzt die Woodlines ab. Gute Reaktion auf jeden Fall. Aber wir wissen, Manu hat hier auf jeden Fall schon verstanden, dass man sich über die Karte verbreiten kann. Und, ja, und das Sneaky Woodline wäre vielleicht jetzt gar nicht so schlecht. Und er ist fast ist in halt der Ritterzeit. Wobei, ja. Fehlt ihm da nicht noch ein Gebäude? Ja, er braucht auf jeden Fall hier noch mehr Wood. Kommt und die wenn Schmiede. Jetzt Wood fehlt. Ja, da kommt die Schmiede. Und der nächste Beobachtungsturm ist hier auch einzeln gebaut. Also da beschützt sich nichts gegenseitig theoretisch. Außer die Walls natürlich, aber theoretisch könnte man den hier jetzt attackieren irgendwie, wenn man direkt drunter steht. Und ja, der findet erstmal kein Ziel. Jetzt muss er weiterziehen, der Jonathan. Also so ein Tower Rush ist natürlich auch sehr kostspielig auf Dauer. Man hat hier einfach Villager nach vorne geschickt, das kostet Ressourcen. Dann nochmal dieses extra Stein, das nicht viel macht am Anfang. Mir gefällt die Idee gut. Was ich schade finde, ist, dass er tatsächlich nicht den Tower Stonewallt. Ja. Also, da jetzt tatsächlich Stonewalls, dann machen auch die Ritter in der Ritterzeit jetzt nicht so mega viel dagegen. Ja. Fände ich jetzt nicht bad, ehrlich gesagt. Aber alle Woodlines sind weg danach, ne? Nach dem Tower ist nichts mehr mit Wood. Und ja. Das könnte wirklich problematisch werden für Manu, der jetzt auch nur 30% schneller in der nächsten Zeit ist momentan. Also ist nicht so, als würde Jonathan so arg hinterherhängen. Jonathan auch mit 40 Villagern und Manu mit 35. Das heißt, ekomäßig ist Jonathan da auch wirklich schneller und stärker unterwegs momentan. Jetzt kommen Häuser, gefällt mir sehr gut. Ist einfach stärker nochmal als diese Palisaden. Ja, wenn man eh gerade welche braucht. Jetzt kommen die Speerkämpfe hier von Manu und die werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Da kann auch, ja genau, schnell gewollt werden. Gute Reaktion hier von Jonathan. Und jetzt muss die Woodline irgendwie hier verlagert werden. Er baut hier nochmal ein Palisadentor und will nach Westen, Richtung ja Nordwesten ausweichen. Ja, aber das ist natürlich ekelhaft trotz allem. Also er kriegt nicht mal genug für ein nächstes Town Center. Jetzt muss er sich wirklich entscheiden, was baut er denn? Also ich denke, er wird Ritter bauen, ganz klar. Aber er kann keine großen Gebäude mehr jetzt zusätzlich bauen. Auch das Tor hier hat ihm jetzt auch wirklich die Möglichkeit genommen, nochmal ein Town Center zu bauen. Wobei, rechne ich da richtig? Weiß ich nicht. Schöne Quickwalls hier von Jonathan nach vorne mit dem Will. Und sperrt sich mit einem Ritter ein. Der ist natürlich nicht geschickt gelaufen, sage ich mal. Ja. Ja, das ärgert einen natürlich. Und Jonathan hier auch schon auf der Seite. Ich glaube, der sucht nach weiteren Woodlines. Ein Löwe war hier noch im Spiel und er hat es wahrscheinlich schon gescoutet, dass da Wood ist. Ich gehe mal auf seine Sicht. Jonathan, nein, der sieht nicht, dass da noch ein Wald gibt. Sieht das Wood nicht. Aber die Villagerin ist gefährlich da in der Ecke. Hier müssen wir aufpassen. Jetzt, was macht Manu? Er baut Ritter.
Und für Ritter brauche ich jetzt nicht mal so viel Wood. Ich hoffe nur, dass er hier halt irgendwie noch dieses Lumbercamp oben dann verteidigen kann. Das darf er sich nicht nehmen lassen. Ein Wachturm kommt hier nochmal an die Flanke im Norden. Der macht auch nicht viel. Also Jonathan, vertauer dich nicht. Macht er auch nicht. Er pumpt Ritter. Sehr schön. Haben die Koreaner Kamele? Nein, haben sie nicht. Aber er baut eine zweite Kaserne. Also ich denke, er wird hier versuchen, die Ritter zu countern mit Pikinieren dann. Und insgesamt von Koreanern ja auch nicht schlecht. Pike Siege kann man schon machen mit denen. Wobei, kann man das wirklich gut mit denen machen? Ich schau mal kurz rein. Ja, Hellebardiere. Ja, Sturmburg. Ja, das geht schon. Kommt nochmal ein Tower, der jetzt auch wahrscheinlich ans Gold rankommt. Und Manu wird hier natürlich beschossen. Von dem Hauptturm. Ja, aber er cleart auch. Er cleart hier den Tower unten. Da hat er wieder eine freie Woodline. Er geht auch drauf. Er hat hier einen Holzfäller schon stehen. Gut. Und er verliert natürlich auch hier Häuser gleich mit. Ne? Die kann er auch nicht wirklich verteidigen. Und solange die Einheiten da drauf kloppen, wieso nicht? Da vorne den Turm, den hat er auch nicht eingewallt. Da hat er noch seine Villagerin im Norden. Da können die Ritter auch easy clearen. Defensiv-Upgrades sind drauf. Ja, oh, dass der Tower nicht hochgeht, ist wichtig für Manu. Der hätte nochmal richtig Stress gemacht. Geht nicht hoch. Ja, aber Jonathan hat jetzt Zeit, in der Theorie daheim, sich darauf vorzubereiten. Er weiß, was kommt. Manu hat jetzt aber auch einfach Ruhe daheim langsam. Ja. Und hat auch hier wieder eine Woodline innerhalb seiner Base. Ja, es gibt noch einen Tower. Tataren haben schwere Kamele, das sollte er ein bisschen im Hintergrund behalten. Ne? Also ist natürlich jetzt schön für Manu, dass er auf Ritter geht, aber er kann hier easy auf Camel switchen nach den Towern. Jetzt die Villagerin nochmal oben im Norden. Entdeckt die Woodline? Das wäre auch nochmal wichtig für irgendwelche Raids. Ja, gescoutet. Wunderbar. Und da kommt der Tower. Sieht Manu das? Nee, kann er nicht sehen. Sascha hat hier auch nochmal subscribed. Oh, Sascha auch nochmal mit einem Subscribe. Danke vielmals. Ja, also das ist natürlich nervig mit diesen... Ja, mit diesen Towern überall. Also überall ist da irgendwas, was nervt daheim in der Base. Und ich verstehe natürlich auch, dass Manu hier allerlei Dinge versucht, damit das hier nicht weitergeht. Ja, aber was will er bei Jonathan daheim machen? Also ich meine, er hat jetzt ein paar Steppenreiter, paar Ritter, paar Kamele, so einen bunten Mix aus Reiterei. Aber daheim warten bei Jonathan Pikiniere und überall Dorfzentren. Also er kann da nicht wirklich super viel Schaden machen. Und wenn jetzt dieser nächste Tower hier hochgeht, ist die nächste Woodline idle für Horus. Und der geht natürlich auch hoch, ne? Also... Ja... Alles nicht so tragisch, solange er immer wieder umlagern kann, und das könnte er. Er muss halt nur bemerken, die Glocken bimmeln halt überall. Und jetzt sind die Ritter unten drin, da muss er jetzt mobil bleiben. Die Pikiniere sind. Wo sind denn die? Wo sind die Pikiniere? Sind die da vorne? Ah ja, die hat er nach vorne gezogen. Okay, das gibt ihm natürlich extra Zeit hier für den Raid. Die TCs decken hier aber auch gut ab, also 3 TC-Boom hier für Jonathan. Er wallt auch seinen Overchop nach. Ja, und er ist ein Villager. Ja, er ist trotzdem schon 10 Villager vorne, einfach weil er auf 3 TCs ist. Das ist natürlich was Manu jetzt ausgleichen muss und versucht auch auszugleichen. Ja, da fallen dann doch Villager hier. Jonathan mit einer bisschen zu späten Reaktion. Und ja. Das kann er auch kämpfen. Also er könnte theoretisch hinter der Woodline jetzt kämpfen, der Manu. Er hat auch noch Ritter vorne an den abgerissenen Türmen, da kann er noch nachziehen. Der Turm hier an der Woodline wird nochmal geklärt, da wird nochmal eine Villagerin sterben, dann hat er da wieder frei. Also Manu hier mit einer guten Vorstellung, echt auch im Punktelied gerade. Die Echo für Jonathan muss ich jetzt irgendwie bezahlt machen, vielleicht auch irgendwie jetzt gucken, dass man mit den Pikinieren die restlichen Ritter verteidigt und dann schnell in Imp kommt. Ja, Jonathan hier auch mit einem Overchop, da kommt der Manu nochmal ran. Und die Pikiniere liefen bisher einfach nur hinterher, also Horus hier... mit gutem Schaden in der Eco. Trotz des Schadens ist Jonathan aber momentan noch vorne. Das ist echt ja, der Unterschied zwischen einem TC und 3 natürlich. Und natürlich auch dem Stress der ganzen ekelhaften Türme, die da vorne rumstanden. Also der Manu wurde nicht allein gelassen.
Und es war halt ein Fehler von ihm, die Pikeniere vorzuziehen, um seine Türme zu verteidigen, denke ich mal. Die hätte er zu Hause eher gebraucht, also so langsame Einheiten offensiv einzusetzen, ist sehr riskant. Jetzt kann er hier clearen, aber es sind auch wieder 3 Villager in der Woodline hier gestorben. Zumindest sehe ich die Leichen vorne. Jetzt ein offensives TC von Hobus. Also es kann sehr leicht abgerissen werden, aber er schützt damit halt seine Woodline so ein bisschen, sonst keine andere Ressource. Und ist schon wieder in der Base von Jonathan. Also er macht es hier sehr, sehr gut. Traut sie jetzt aber nicht weiter rein, weil da jetzt die Pikeniere sind. Ja. Richtige Entscheidung auf jeden Fall. Steplancer kommen immer wieder nach, so eine kleine Mischarmee. Er will nicht weiter auf Camels bleiben. Er hat auch gar keinen Grund eigentlich, weil er weiß, dass sein Gegner hier gerade eher in Verteidigungsmodus ist. Und was macht... Ja gut, der Tower da oben, das dauert noch eine Weile, bis der abgerissen wird. Da wird gegen repariert. Die Villagerin hält sich hier wacker. Das Haus wird repariert. Okay. Ja, vielleicht eine Burg noch irgendwie mal droppen. Ja, Jonathan hat das Stein für die Burg. Das heißt, in der Theorie könnte er einfach mal hier schauen, dass Ruhe ist daheim und vielleicht auch noch ein bisschen sich was von der Map securen. Gerade hier dieser Hügel rechts von seiner Base finde ich nicht schlecht. Da könnte er oder hier an den Woodlines dann eine Castle hinsetzen, um die Goldspots zu schützen. Ja, und Horus hier halt immer wieder am Stressen. Ich meine, so ein paar Palisaden, die machen jetzt nicht viel. Ja, das Pathing der Villager hier auch wieder unter aller Sau, muss man sagen. Der hat gerade hier auf dem Feld gearbeitet und geht einmal ums Haus rum. Also das ist natürlich auch... Ja, und der fällt auch gleich, bezahlt es hier mit seinem Leben. Weitere Raids kommen rein, arg viel mehr Damage. Ja, wobei 3 Villager wieder down, also das macht hier echt viel aus. Die Pikeniere kommen einfach nicht hinterher, kein einziger Hit wird hier abgegeben von denen. Jonathan zieht um, der hat keinen Bock mehr. Rennt hier jetzt direkt in 2 Ritter rein. Aua, 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 aua. Und die sind zum Glück nicht aufpatrouillieren. Sehen die's? Die sollen, glaube ich, eine Offensiv-Castle bauen. Oh ja. Ich seh schon, wo sie gesetzt aber warum? Wird, aber das da funktioniert noch mehr, da nicht. Ah, Jonathan. Die hätte er mal lieber daheim gebaut. Ich glaube nicht, dass Jonathan diese Castle hier hochkriegt. Jetzt ein Offensiv-Castle mit so einem Ritter-Raid in der Basis ist echt... Ja, ein All-In, das sollte funktionieren und es sieht nicht gut aus, weil Manu sollte das spätestens jetzt mal bemerkt haben. Also, muss er jetzt schon ordentliche Quickwalls machen, der Jonathan, damit die noch hochgeht. Ja. Wenn sie hochgeht, ist das nicht bad, weil er ignoriert sie. Ja, sie geht hoch. Er hat nicht Ja, er kann sie auch komplett ignorieren. Ich meine, da geht halt ein Goldspot flöten. So, okay, und ein Stall. Das TC wird nicht mal angegriffen. Natürlich, das ist nervig, aber erst ab Imp wirklich gefährlich dann. Ja. Also, hinten kann er komplett aufräumen. Manu hier, wirklich im Vorteil, könnte jetzt auch den Fight hier mit den Pikinieren eingehen. Einzelne Einheiten darf er natürlich nicht hier rein hinten. Guter Kampf hier nochmal für Jonathan. Oh ja. Oh, 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 oh. Das ist verheerend. Das ist teuer. Das ist richtig teuer. Au. Also die Burg, kein Problem, aber das, was hier gerade in der Zwischenzeit passiert ist, großes Problem. Mhm. Schön Secret, was heißt Secret? Ein safes Holzfällerlager jetzt an der Burg. Vorne, da können noch Waffenschmieden folgen. Aber Waffenschmieden hier auch. Und schon wieder laufen die Knights hier durch die Pikeniere durch. Es ist ordentlich Schaden wieder. Da fällt auch nochmal ein Knight und nochmal ein Steppenreiter ist auch gefallen. Also Manu jetzt auch mit dem Fokus wieder zurück in seiner Base, hat aber durch diese Raids 20 Villager Vorsprung. Also die meiste Zeit konnte Jonathan es ungefähr gleich machen, gleich halten, die Villager-Anzahl. Aber Horus jetzt tatsächlich mit 20 Villagern Lead vorne dran, allerdings mit keiner Armee mehr. Ja, und ich weiß nicht, warum er Waffenschmieden gebaut hat, also Early Imp wäre vielleicht ein bisschen besser für ihn. Jetzt kommt die Defensiv-Castle und mal gucken, ob wir hier ein Trap Wars sehen. Es kommen koreanische Kriegswegen, eben kommt rein für Manu. Ja. Hallo TKS Jimmy, auch noch nie gelesen den Namen. Schön dich zu lesen, TKS Jimmy. die Burg wird wahrscheinlich hochgehen, klar. Was machen koreanische Kriegswegen, ist halt die Frage. Gegen Infanterie eher, was sagst du? Ja, die sind auf jeden Fall tanky, kann man gegen Infanterie gut nutzen. Auf jeden Fall. Gegen Gebäude? Sind das so Arambai-mäßige? Ja, haben Bonusschaden gegen Gebäude. Okay. Okay, da soll also ein Wachturm hin. Nicht der Tower Rush soll weitergehen, so wie es ausschaut. Jonathan hier aber mit viel zu vielen Villagern vorne. Also ich bin der Meinung, er sollte seine Eco so ein bisschen mehr im Blick haben momentan. Aber so weit weg ist er gar nicht mehr, dadurch, dass jetzt Imp geklickt wurde. Naja.
was sage ich, es ist halt Imp. Aber Manu, jetzt vielleicht gleich mit dem Trap, aber halt mit gar keinem Militär dahinter. Zwei Militäreinheiten nur auf dem Feld. Das ist nicht gerade viel. Ja. Die zwei Ritter haben jetzt den Tower gecleared. Da kommt jetzt auch ein TC ran, aber ja, der Schaden ist jetzt auch auf der anderen Seite bei Manu auch irgendwie da. Und da ist keine Defensiv-Castle und da tut's richtig weh hier. Also auch das TC ist eigentlich bedroht. Gerade die Kriegswegen natürlich ein bisschen tanky gegen Pfeile. Das kann man schon mal hier machen, den Push. Steplancer kommen, sind das... Nee, Kashyyyk. Genau. Kashyyyk kommen aus der Burg, die Spezialeinheit der Tataren. Interessante Einheit auf jeden Fall. Ich glaub, ich sehr gespannt. Schwach. Bin sehr gespannt, was passiert, wenn Imp gehittet wird, weil auch wenn man die Map anschaut, es ist mehr rot als blau zu sehen. Manu baut jetzt gerade Schwertkämpfer, zumindest einen davon hat er gebaut. Nochmal eine Defensiv-Castle bei Horus daheim. Also er schaut, dass er hier nicht so richtig raidbar ist. Aber Lightcalf-Switch jetzt von Manu. Schickst du am Start, Lightcalf. Wahrscheinlich hauen die Kashyyyk auch Infanterie weg. Ja. Weißt du das? Ja, ja. Ich weiß es und nicht. Die generieren halt Gold Mayonnaise im Chat. ja. Und Lightcalf noch zwischen rein mixen ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wann kommt der Trap? Ich meine, er ist in Imp, er pumpt hier weiter Villager nach, hat hier noch viele MTC der Trap kommt. Quartiert. Ja, und er versucht ja auf der anderen Seite wieder in, ans Gold ranzugehen. Genau. Der Manu und verliert dabei aber Villager. Das ist nicht gerade schön. Kashyyyk räumt auf. Ah, da kommen auch Ritter noch dazu. Schön. Ja, wie pusht er weiter? Also er bleibt weiter hier auf Kriegswegen vorne. Da ist ein Stall gleich down und damit eine Lücke auch in der Frontmauer von Manu. Er geht jetzt hier mal unter das TC. Vielleicht kann er da noch ein paar Villager wegsnacken. Zwei Kasernen noch von Manu. Was kommt da raus? Plänkler hat er auch noch in der Queue. Noch ein Dorfzentrum von Jonathan. Der ist schon auf fast 100 Wills. Ist jetzt vorbeigezogen wieder an Manu. Aber ihm fehlt natürlich noch Imp. Und ich denke, er wird hier nicht viel machen können gegen die Traps, die jetzt hier rauskommen. Da muss er sich jetzt gleich was überlegen und vielleicht auch mal in Richtung Imp denken. Ja, wobei der Kriegswagen natürlich ziemlich gut snipen könnte mit seinem Fernangriff. Aber schau mal, zwei Manu Traps. Hat immer noch Holzprobleme. Ja, also kein Wunder. Er hat zwar jetzt oben das TC hier nochmal hingebaut an die Woodline, aber da holt er sich jetzt nochmal ein Schaf oder so, genau, seine ja. Tatarischen Strafe, die er da kriegt. Also die Woodline muss er hier noch ein bisschen absteppen. Sonst wird es schwierig, auch sein Lumbercamp nochmal erneuern an der Defensivkasten hier vorne, da haben die schon einen ziemlich weiten Weg. Der Tower wird hier immer noch platziert, wird jetzt angegriffen, da verliert Jonathan wahrscheinlich den Tower, genau, der den Hier passiert nicht. Super viel. Auf der linken Seite ist Jonathan ja. mit den Kriegswägen bei Manus TC, beim nächsten TC ist gerade Manu dafür, da macht Jonathan gerade keine Reaktion. Aber Jonathan braucht echt Imp. Es ist eingequeued in irgendeinem TC, aber noch werden Dorfbewohner erschaffen. Jetzt wird Imp geklickt. Und Manu reißt wahrscheinlich unten die Echse von Jonathan ab, hier unten am Stein und Gold. Ja, die auch. Traps haben hier auch die Offensivkasse geklärt. Da werden hier weitere Häuser vernichtet. Also auch immer wieder Stress für Jonathan, hier nicht Haus zu werden. Baut jetzt ein paar Häuser zu Hause nach und Steinwälle kommen auch. Finde ich eine gute Idee hier mal. Da kann man auch ziemlich billig mal die Ecke abriegeln. Da braucht man nicht viel. Und er verteilt sich gut auf der Karte. Also bessere Map-Control oder was heißt Control? Bessere Map-Awareness als Manu. Und das ist echt hier... Ja, also Respekt an Jonathan, gerade nach diesen Raids hier nochmal so in der Echo gut darzustellen, ist schwierig. Und wenn jetzt Manu nicht direkt pusht mit seinen Traps, dann wird es vielleicht nochmal interessant hier. Ja, also die Echo ist scary. Da muss jetzt unbedingt was kommen von Horus, beide mit ungefähr 100 Villagern. Also das ist jetzt nicht so weit auseinander, es wird hier tatsächlich ein Imperialzeit-Battle werden. Ja, also wir haben hier Lightcalf, wir haben Camels, wir haben vielleicht auch irgendwelche Kaserneneinheiten im Notfall nochmal für Manu auf der anderen Seite. Ja, kommen halt die Kriegswegen. Mal gucken, ob da noch eine andere Einheit kommt. Ja. Siege ist halt noch eine große Stärke vom Koreaner, aber kann man hier nicht wirklich einsetzen gegen Lightcalf? Jetzt schaut Manu, dass er Map Control bekommt. Er baut selber eine Castle, wo die Castle von Jonathan stand.
baut ein Dorfzentrum, aber er geht noch nicht so richtig in die Eco rein. Jetzt kommen hier die ersten Lightcraft. Jonathan will zumachen. Na, die Stonewalls sollen sitzen, aber noch ist offen. Und noch können hier die Lightcraft reinrennen. Daheim warten zwar schon Pikeniere, aber ja, Manu hier auf jeden Fall mit dem Fuß auf dem Pedal momentan, würde ich behaupten. Ja, und diese kleinen Raids sind mega nervig. Die Pikeniere müssen halt auch wieder da hinterher rennen, obwohl es nur ein Pferd ist. Und ich bin gespannt, was er jetzt noch bauen will. Also Pikeniere und Kriegswegen, denke ich, sind die richtige Kombi. Er hatte halt das Mobility-Problem, das er jetzt schon das ganze Spiel über hat. Aber anders geht's wahrscheinlich kaum. Halibardier-Upgrade kommt auch für ihn rein. Also er will hier weiter auf Infanterie committen. Ja. Jonathan hier echt in der Defensive. Da kommen nochmal die Raids von der Seite rein. Da ist noch nicht fertig gewallt. Schade, schade, schade. Manu ja. Stammt sich hier weitere Ressourcen-Spots, hat hier noch eine riesen Kavallerie-Armee in der Ecke, die auch nach vorne zieht. Ja, aber die Einheitenkombination, also klar, Horus kann jetzt wieder mal Schaden machen, aber er nimmt hier Kämpfe, die ihm goldmäßig nicht unbedingt helfen werden auf Dauer. Und diese einzelnen Ritter, die jetzt, oder Keshiks, die hier weggeschlachtet werden, das ist nicht wirklich... schick. Und nee. Jetzt ist langsam die ganze Map gestonewalled. Also schau dir das mal an. Ja. Da ist jetzt nicht mehr viel. Jetzt kommt noch ein Trupp auf der rechten Seite rein. Oder? Oder? Nö, kommt nicht rein. Schöner Quickwall. Schöner natürlich Quickwall. Machen den Job dahinter dann nochmal bitte Steinwelle setzen. Aber das ist ein sehr wichtiger Move für Jonathan hier, komplett dicht zu sein. Da kann er die Engstellen hier gut verteidigen mit den Pikenieren. Da muss er sich eigentlich nur hinstellen und solange hier auch keine Schützen oder Plänkler von Manu kommen, ist das alles easy. Gerade die Kriegswegen können nochmal drüber schießen. So, jetzt die Traps aber auf dem Hügel, die können schon mal vielleicht ein Loch reinschießen und auch mal die Mühle wegballern. Da fällt schon mal ein großer Teil seiner Felder-Eco weg. 13 Felder sind das hier. Die Mobilität ist natürlich trotzdem das, was einen Unterschied macht. Manu hatte ja auch die Goldarbeiter ziemlich gut weggeschnetzelt, die hier noch gearbeitet haben. Und ja, da wo jetzt gleich Einheiten reinströmen, da hat momentan der Jonathan nix. Ihm fehlen hier auch schon ein bisschen die Gebäude, also die Produktionsgebäude, finde ich. Ja, der ist hier aber mit den Ressourcen gut dabei, also gut, er hat ein bisschen viel Gold, aber das ist eigentlich normal in diesem Stadium, aber sein Holz und Nahrung sind relativ weit unten, die Produktionskette stimmt einigermaßen. Er könnte noch eine Defensivkastel irgendwo in die Ecke reinsetzen gegen diese Lightcraft-Raids. Kasernen weiter nachgepumpt von den Tataren, was kommt raus, ist die Frage. Wird er jetzt da wirklich Pikeniere reinspammen? Ja, also Armee ist halt 41 zu 20 und jetzt kommt noch eine Defensivkarte und die kommt zu spät. Das, oh jo, das wird teuer. Das wird ja, sau also teuer. Wahrscheinlich auch eine Outcastle. Das sind sehr viele Reiter hier. Die Chevaliere sind mittendrin, ja. GG. GG, 1 zu 0 für Horus an der Stelle gegen Jonathan. Schönes Spiel. Hat er richtig stark gemacht, muss man sagen. Hallo. Hallo. Warten wir noch kurz, bis der Micha auch da ist, der Jonathan. Ja, GG. Witziges Spiel. Nervige Tower, sage ich da. Ja, hast ja gut drauf reagiert, aber ich fand den Ansatz auch sehr, sehr stark von Jonathan, die da die Woodlines wegzunehmen. Also da hat man schon mal Probleme. Ich hatte halt hinten keine Woodline, ne? Ich hatte alle vorne, mein Main Gold auch vorne. Das war zwar nicht bei den Towern, aber ich war schon auf dem Weg Castle Edge. Ich dachte mir, das passt, das, ich habe genug Wood und so weiter. Ich räume das dann mit Rittern auf, habe ich auch dann gemacht. Ja, ich hätte besser die Tower nachwollen müssen und dann hätte ich vielleicht sogar über Mörderlöcher nachdenken können. Ja, ich habe mir auch aber überlegt, wenn du da Stonewalls machst, sieht es nochmal anders aus, ne? Also, genau. Ja. Ich hatte aber einfach keinen Gameplan so danach, also abgesehen davon, dass ich seit die Raids reinkamen, ziemlich früh am Anfang eine absolute Chaos-Economy hatte. Das ging mir gar nicht so echt so. Das war dann die Strafe. Und, ja. Ja,
Die Castle vorne war natürlich auch frech, aber ich konnte gerade noch in Imp kommen. Ja. Ja, da dachte ich eigentlich schon. Gut, die Castle. Da dachte ich eigentlich schon, dass ich es eigentlich callen kann. Also als ich dir dann vorgeschickt habe, vor allem, als du noch deine ganzen, also dein Gather Point von den Knights, die sind dir direkt an meinen Wills vorbei. Du hast es zum Glück erst ein bisschen verzögert bemerkt, sonst hätte das sofort denied, also wäre es sofort denied worden. Mhm. Als er hochgegangen ist, dachte ich dann, okay, dann spiele ich doch noch ein Stück weiter. Aber ja, so villager-mäßig. Du hast gar noch die chinesische Mauer gebaut, ja. Ja. Also eco-mäßig war Jonathan auch dann am Ende nicht, also auch wieder vorne und dann auch gleich auf. Also das hat schon gepasst, aber die Mobilität. Von den Wilds, ja, aber Gesamtressourcen nicht. Ja, ja, nee, das okay, nicht. Er war ja dann vorne mit 100 Millionen Leuten und hat Offensiv-Tower gebaut und so. Das ja, ist genau, ja klar. Ja. Genau, ja. Genau, und auch die Mobilität hat dann auch einen Unterschied gemacht, ne? Also die, ja, die Halbs konnten einfach nicht hinterher und wenn ein Loch in der Mauer war, dann war es halt schwierig, weil auch keine Defensivkastel natürlich daheim stand. So. Ja. Gut, starkes Spiel, aber wir sind ja noch nicht am Ende, glücklicherweise für uns Zuschauer. Ihr zwei dürft noch ein bisschen schwitzen. Jonathan, was spielen wir denn jetzt? Kurz überlegen, was gab es noch? Also wir haben noch offen Goldgrube, Land Madness, Mongolei, Tal, Vier Seen und Versteck. Dann spielen wir doch mal. Wir sehen. Alles klar, wir sehen vier Seen. Und dann darfst du natürlich auch noch entscheiden, ob du pickst oder nicht. Ich spiele zufällig. Picken ist Quatsch. Kriege ich nicht hin. Ich denke mir dann immer schlechte Ideen aus und dann mache ich im Spiel doch was ganz anderes. Und dann es hat alles gut funktioniert. Du hast ja, also gerade eben, finde ich, hast du nicht viel falsch gemacht. Ja. Mein Imp hat mich halt dann vorne auch so ein bisschen gerettet. Ja. Okay, vier Seen. Ich Manu, picke wieder. Du pickst auch. Ja, nicht auch, aber du pickst. Genau. Genau, ich picke. Okay. Dann have fun auf vier Seen. Und wir sehen uns gleich. Das Spiel heißt genauso, also wie der Jonathan. Ist klar. Dann gehe ich mal rüber. Gruß an den Chat. Ich hoffe, ihr habt Spaß und schwitzt mindestens genauso viel ich. Gellerf. Gut. Dann will ich natürlich vom Chat jetzt wissen, eins ist klar, wir wollen ein spannendes Spiel haben, aber was glaubt ihr denn, wer wird es am Ende auch gewinnen? Ist es A, der Manu? Oh Gott, das Ding zu tippen ist jedes Mal so ein Krampf. Oder ist es der Jonathan? Bitte jetzt abstimmen, was denkt ihr, wer reißt das Spiel an sich? Schafft Jonathan nochmal das Comeback oder zieht Manu einfach hier mit 2-0 davon? Ha, Hertie, was denkst du? Vier Seen, du bist ja ein Spezialist mit einem Japaner da drauf. Genau, ja. was würdest du sagen? Ich glaube, meine Visitenkarte aussehen sehr gut auf Vier Seen oder so ähnlich. Nee. Ich weiß nicht, warum mir das nachgesagt wird. Ich habe halt jetzt immer so gedacht, Japaner haben geilen Fischboom, die pick ich auf Wassermaps. Das ist immer so meine Grundstrategie, auch bei Nomade oder Teaminseln ganz gerne mal. Ja, sonst natürlich. Wie gesagt, sehr tricky diese Map. Man darf halt sich nicht zu sehr auf Wasser versteifen, weil sonst wird man auf Land überrannt. Genau. Und das hatten wir hier auch schon im Turnier mehrere Male jetzt auf dieser Karte, dass das der Fall war. Und wahrscheinlich auch wieder dieses Mal hier ein feines Spiel hier an der Waage zwischen Wasser und Land. Da muss man den Grat erwischen. Darum geht's hier. Also sobald man irgendwie Wasser kontrolliert, nicht mehr auf Wasser gehen. Immer nur so viel auf Wasser gehen, wie man wieder kontrolliert. Man will immer nur ungestört fischen können. Mehr aber auch nicht. So.
Ja, Spiel sehe ich noch nicht. Bin mal gespannt, was Manu pickt. Aber der geht hier all in. Der hat jetzt keine Lust, hier eine Runde zu verlieren. Verstehe ich. Sehr verständlich, wer verliert denn schon gerne? Ja, der Chat ist sich relativ einig, dass Jonathan hier das nächste Game gewinnt mit 75%. Mal gucken, was es wird. Es ist Malaien von Manu gegen aus Versehen zufällig Wikinger. Ja, guck mal da nochmal genauer drauf. Vielleicht müssen wir auch manchmal einfach nachgucken, ob die Leute wirklich picken oder zufällig. Naja, Wikinger haben jetzt auf vier Seen nicht so den Riesenvorteil. Also natürlich sind es so oder so eine gute... Immer noch Wikinger. Aber dieses Wasserding ist jetzt nicht der riesige Vorteil, ja, den sie auf vier Seen haben. Es sind Feuerschiffe hier der Deal. Und auch gegen Feuerschiffe sind hier die Wikinger nicht so perfekt. Und auf Land wird es da eher ein bisschen interessanter, aber hier gerade auch im Late Game natürlich mit den Malaien, also wenn er die hier wirklich gepickt hat, der Manu, da will er wirklich hier länger spielen. Er kann hier auch relativ gut wallen, er muss ein bisschen aufpassen auf die Hügel, aber man kann hier schon eine Steinwall dann irgendwann mal ziehen. Ich bin sehr gespannt, was für ein Gameplan er hat, ob er wirklich dieses Meme-Ding machen will mit den unendlichen Reusen und so, so ganz Late-Game-mäßig plant, oder ob er jetzt wirklich einfach auf Malaien schützen geht, weil was ist seine Einheitenwahl, die er nimmt, ne, mit Malaien? Eigentlich musst du da auf Schützen gehen. Gut, du kannst natürlich auch Speer machen, klar, Scouts, aber Ritter haben sie ja auch, Chef haben sie auch, aber... Ja, da fehlen dann die Upgrades, je später das ist. Also es geht alles immer nur so bis... Ja, wobei, die haben ja nicht mal Ritterzeit alle Upgrades, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Schau nochmal kurz rein. Also er braucht auf jeden Fall irgendwas, das ihm ein bisschen Zeit verschafft. Also Ritter noch nicht mal +2/+2 in der Ritterzeit. Von daher, da hat er auf jeden Fall sehr schwache Ritter im Vergleich. Da muss er eigentlich fast auf Schützen gehen, um das zu irgendwie zu überbrücken. Bin gespannt, was er da machen möchte. Ja, wie siehst du denn die Bases? Ja, Elefanten natürlich, klar. Ja. Was sonst? Elefanten. Das wäre natürlich auch wieder lustig, das zu sehen. Aber es ist schon schwierig, Elefanten. Manu hat auf jeden Fall hier so einen Spot, wo ungefähr all sein Gold und sein Stein liegt. Also wenn da jemals Kontrolle über diesen Bereich hier passiert, dann sehe ich Schwierigkeiten für Manu auf ihn zukommen. Das ist wirklich ziemlich ekelhaft. Diese Stelle muss er unbedingt verteidigen. Ich glaube, das weiß er auch. Manu ist ein guter Spieler. Hat hier gute Dias an den Berries. Wie sieht es auf der anderen Seite auch? Ja, perfekt. Ähnlich fiese Stelle auch bei Jonathan. Nicht ganz so katastrophal, aber kann man hier auch easy denyen eigentlich. Ja, wobei Jonathan kann hier links wallen ganz gut. Und da kommt man dann auch erstmal nicht rein. Und also da gibt es schon ganz gute Möglichkeiten. Aber Jonathan jetzt halt auch mit dem frühen Dock, so wie man die Map spielt. Und da fehlt mir bei Manu auf jeden Fall noch das Dock. Er hat die Ressourcen dazu. Baut jetzt ein Haus, ist housed, macht Loom währenddessen. Auf der anderen Seite wird der Jonathan nicht housed sein und kann auch demnächst wahrscheinlich das erste Fischerboot machen. Ja, also wann kommt das Dock von Manu? Der ist jetzt hier schon auf 275 Holz. Da muss demnächst mal ein Dock kommen. Ich hoffe, dass er nicht anfängt, eine Mühle zu bauen. Also das Dock wird nämlich Jonathan wirklich nach vorne bringen. Der ist allerdings idle im TC momentan. Muss hier mal Force droppen, damit er weitergearbeitet wird. Kann das jetzt vielleicht mit seiner Fisch-Eco ausgleichen. Aber ja, wir haben Jonathan auf dem Steckbrief gelobt, dass der eigentlich super perfekte Build-Orders spielt. Ja, trotz Loom von Manu ist der Jonathan jetzt aber nicht wirklich ein Villager vorne, sage ich. Und da kommt sofort das erste Fischerboot, mit dem er jetzt tatsächlich auch vorne ist. Ja, also vielleicht kommen echt die Elefanten von Manu. Vielleicht ist das der Plan. Jetzt kommt auch das Dock, gefällt mir. Holzfällerlager kommt auch. Und jetzt. Ich bin auch wieder da. Du bist auch wieder da. Ja, ich bin gerade auf den Strom
auf die Stromleiste gekommen, auf den Knopf. Oh nein. Aber das verkraftet mein PC. Der ist es gewöhnt. Ja, spule ich halt wieder. Ja, und jetzt Jonathan halt wirklich drei Villager vorne, beziehungsweise drei Fischerboote vorne. Das macht auf jeden Fall einen Unterschied. Jetzt kommt auch schon Loom, der wird auf jeden Fall hier nicht vergessen, dass man auch schnell hoch muss und auch früh Stress machen kann. Bisher fehlt mir so ein bisschen dieses Drush-Man-at-Arms-Ding, was bisher der NTNT-Clan immer gemacht hat. Ja. Als Markenzeichen ist es bisher noch nicht aufgetaucht bei Jonathan. Mal gucken, was passiert. Er gibt ab, klickt hoch und geht auf Gold. Als Wikinger kann man sehr gut Schützen bauen. Vielleicht hat er das dann tatsächlich vor. Manu fängt jetzt schon wieder an, komplett die Map zu wallen. Also wirklich gefühlt alles. Aber sehr flach. Also will er sich jetzt hier so einen Gang bis zum nächsten Teich machen? Oder hat er es einfach noch nicht gescoutet? Doch, eigentlich schon. Ja, wieso kann man denn gut Schützen bauen als Wikinger? Illomis. Weil die eine super Eco haben. Und die haben volle genau, Upgrades für Aberlisten, ja. Also die Schubkarre ist halt mit am Start dann instant und die muss nicht extra entwickelt werden. Das ist ganz schön. Ja. Und jetzt ist Feudalzeit angesagt und ich denke, Jonathan wird jetzt direkt die Schießanlage droppen. Yep, da kommt die erste, vielleicht kommt gleich die zweite hinten dran. Gewollt wird auch. Und Manu hier tatsächlich mit so einem Fast Castle-Ansatz, würde ich sagen. Da war gerade noch ein Moonwalkender Villager, der hat noch kurz eine Einlage gemacht. Er ist noch nicht zu, wird aber bestimmt zu sein, wenn hier Schützen kommen. Wallt hier nochmal. Nochmal eine Palisade. Man kann nie genug Walls haben in der Welt von Manuel, denke ich mal. Aber was ist sein Gameplan? Will er hier wirklich das Fast Castle durchziehen und dann einfach nur auf Schützen, auf Elefanten gehen? Könnte schon funktionieren gegen die Schützen, ne? Aber natürlich auch ja, die sind halt so langsam, die Elefanten. Das ist das Problem. Also wenn man es so macht wie der Chef Mattis und einfach die Sneaky irgendwie Stelle an die Seite baut und dann die Sneaky losschickt, kann das gut funktionieren. Jetzt bin ich auch wieder am Anschlag. Ölbert schreibt gerade was sehr Richtiges. Es wird kein Fast Castle, weil da ist kein Gold vorhanden. Hat er es vielleicht vergessen bei all diesem Gewalle, ist die Frage. Ja, also was will er denn sonst machen? Wer sich wallt, will eigentlich in Ruhe gelassen werden und dann sein Fast Castle durchziehen. Ich denke eher, dass er noch nicht dran gedacht hat. Schießanlage kommt. Ja, so langsam müsste er merken, dass er auch Gold braucht. Zweiter Hafen kommt. Also Manu macht sich unglaublich verletzbar hier. Die Archer, 4 Stück, da kommen noch mehr raus. Wahrscheinlich werden es 8 und dann werden die losziehen, sich durch so eine Palisade schnell schießen und dann ist erstmal hier Feierabend bei Manu. Und er baut Plänkler, der Manu. Und er baut Plänkler, ohne zu sehen, dass hier Schießanlagen sind, ne? Er hat die nicht gescoutet. Schau mal auf sein Scouting-Zeug. Er sieht quasi gar nichts. Also er baut blind Plänkler. Ach, jetzt baut er. Okay. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, da kommt der zweite, oder? Ich muss mal auf seine Sicht gehen. Ja, der zweite, gut. Zwei, drei, der dritte kommt. Es werden nicht genug sein. Das Tor wird hier jetzt angegriffen mit den Archern. Hat natürlich mehr HP. Braucht man nicht unbedingt. Gerade mit Fernkampfeinheiten keine gute Wahl. Mit Nahkampfeinheiten eine ganz andere Sache. Ja, jetzt wird hier nochmal nachgewallt. Also Manu, hier Fan der Walls. Da kann man noch viel lernen. Da hält man sich viel Stress vorm Leibe, wenn man hier einfach diese engen Stellen zumacht.
Die Schmiede kommt jetzt rein und wo ist er denn auf Gold? Manu braucht Gold, unbedingt. Bevor die Archer da jetzt irgendwie großartig hier ihre Runden drehen, braucht er wirklich mal einen Goldspot. Ja, er ist voll auf Plänklern. Und jetzt kann Jonathan aber hier auch anfangen zu schnetzeln. So, der Fight gegen die Archer wird schwierig. Also kann er fast kämpfen, wenn er ranläuft. Aber die Dorfbewohner setzen hier ihr Leben ein für den Tank. Die Plänkler haben hier freies Spiel bis jetzt und der Damage ist halt da. Die Archer müssten jetzt in die Plänkler reinlaufen. Dann können sie es noch kämpfen, aber dann wird es. Aber Manu geht weg, warum geht er denn weg? Hat er reinpatrouilliert und die laufen zurück, oder? Jetzt ist ja die nächste Woodline. Oh. Das ist riesiger Schaden, der hier passiert gerade. Vor allem die Idle Time. Nicht mal die Toten, aber diese Idle Time ist halt auch nochmal die Sache. Wir gucken mal auf die Statistik. Ui, ja. 10 zu 1, 11 zu 1. Gleich auf. Sie waren bis jetzt noch gleich auf, jetzt nicht mehr so. Er verliert halt jetzt auch viele Bogenschützen wahrscheinlich. Die werden keine Armbrustschützen mehr werden, so wie das aussieht. Die sind schon mittendrin hier und jetzt kommt auch noch TC-Feuer. Ja, ist die Frage, was sich hier gelohnt hat. Du hast natürlich deinen Gegner hier auf Plänkler geschickt mit den paar Archern. Und ich denke mal, Jonathan, der klickt jetzt mal bald Ritter. Schauen wir mal auf seine Ressourcen. Ein Fischboom. Naja, Ressourcen hat er noch nicht für Ritterzeit, aber bei Manu sieht's, sieht's ein bisschen besser aus tatsächlich, aber... Wo hat denn der Gold? Nirgends. Der Manu. Nirgends bisher. Ja, der wird's ein bisschen schwierig noch, außer er kauft sich das, hat er Markt, hat er auch nicht. Ja, jetzt hat er es natürlich geklärt, aber ich finde es interessant, dass Manu jetzt auf zwei Seen geht, gleich am Anfang, muss man eigentlich nicht machen. Jonathan geht jetzt hoch. Er hat gerade die Villager aus seinem Dorfzentrum rausgemacht, die er zu viel drin hatte, und der geht jetzt hoch. Eigentlich würde mir noch ein zweiter See gut gefallen von ihm. Er hat genug Holz dafür, einfach noch einen zweiten See sich holen. Das wäre jetzt stark. Ja. Das ist nämlich das, was Manu momentan im Spiel hält, dass er zwei Seen hat. Auf jeden Fall, das sind sehr stark. Nämlich nicht Dorfbewohner, wo er da gleich aufliegt. Das sind tatsächlich die Fischerboote, gegen denen er hier noch mithält. Ja, also die werden da dazu gezählt. Und jetzt ist er auch wieder in Führung, obwohl er gerade noch im Nachteil war, hat sein Main Gold hier jetzt mal angezapft. 6 Leute auf Gold. Aber er braucht noch eine Weile bis Ritterzeit und Jonathan hat geklickt. Und die Eco, ist die bereit für... eventuell was Neues. Yep, da kommt schon der Stall. Habe ich mir schon gedacht. Jonathan geht auf Ritter. Und ich denke, dass halt auch hier tatsächlich die die überlegene Wikinger-Eco auch nochmal eine Rolle spielen wird. Zweiter Hafen kommt auch von Jonathan. Gefällt mir gut. Ja, wobei Schubkarre natürlich nicht für die Boote zählt. Nee. Trotzdem natürlich stark. Er hat viele Felder zusätzlich gebaut hier auf dieser Map. Eher ungewöhnlich am Anfang. Aber Manu auch hier mit 4 Feldern, wobei nur 2 gerade in Benutzung sind. Ist auch relativ gut, dass er davon jetzt mal ein bisschen runtergeht. Weil seine Fisch-Eco, die ist einfach am Start. Gerade mit den Reusen dann auch nochmal. Kann man gut machen hier. Als Malaie. Ja, die Ritter werden natürlich reinhauen, gell? Jetzt kommt auch der Riesenwall von Jonathan. Ja, gut. Ja, die Ritter werden eventuell reinhauen, ja. Aber es ist nur ein Stable. Und ich glaube, Jonathan wird hier wieder versuchen, TCs zu droppen. Und vor allem hat er nochmal Archer nachgepumpt. Ne? Er pumpt auch weiterhin nochmal Archer nach aus seinen Schießanlagen. Vielleicht will er damit nochmal ein bisschen an der Seite raiden, aber so im Hauptkampf gegen die Plänkler, die jetzt da rumstehen, natürlich keine Chance. Instant Ritter Upgrade kommt auch rein. Bei Manu kommt auch ein Upgrade für Ritter, für Reiterei. Das bedeutet, der will irgendwo wohl einen Stall bauen. Hat schon einen gebaut. Wo denn? Ist die Frage. Vorne. Vorne da. Hügel oben. Guter Platz, damit der Spot hier einfach mal blockiert ist für eine Offensivburg. Und es kommen Elefanten. Ja, Manu, so, Elefanten natürlich später hochgeklickt, aber mit Malaien auch ungefähr gleichzeitig da, weil die eben schneller in die Zeiten gehen. Aber dieser zweite Stall geht eventuell nicht hoch. Was heißt eventuell? Der wird nicht hochgehen. Weil, oder? Ja, nee. Was machen die drei Villager da vorne? Das wird jetzt hier auch nochmal wichtig. Ich gucke auf Jonathans Ressourcen. Geht er doch hoch? Stein für eine Burg.
ganz knapp geht er nicht hoch. Ja, und da kommen jetzt Elefanten halt nur aus einem Stall. Und der wird eingewallt, der Stall. Schön. Jetzt kommen die Plänkler, aber die können nicht gegen den Ritter hier fighten eigentlich. Naja. So. Die Plänkler alleine nicht natürlich, ne? Nee, natürlich. Nee, mit den drei Elefanten natürlich hier sehr gut für Manu jetzt wieder. Die tanken einfach auch viel Pfeile. Und wahrscheinlich kriegt er jetzt seinen Stall nochmal hoch. Also er hat nochmal einen Stall zu Hause nachgebaut, aber den kann er ruhig nochmal fertig bauen. Er schickt auch einen Villager nach Kloster vorne. Kloster von Jonathan. Gefällt mir super. Gut in jetzt. Ja. Ist halt die Frage, ob er das spielen kann. Offensiv schwierig. Es sind natürlich auch noch Plänkler dabei, die so einen Mönch mal einfach snipen können. Und die Armbrustschützen müssen hier wegrennen. Auch die Villager sind hier gefährdet. Also die Combo hier, Elefanten-Plänkler, sehr, sehr stark. Unten ja. Die Ritter. Knusst man sich jetzt durch. Es wird nochmal nachgewollt, aber nicht rechtzeitig. Die drei Ritter könnten richtig viel Damage machen. Ja, wenn er es nicht merkt. Währenddessen kommen hier die Elefantenreiter auf die Base zu und es ist noch kein Mönch draußen. Zwei Mönche werden produziert, die dürfen jetzt halt nicht direkt reinkommen. Es wird nachgewallt. Das ist wirklich sau wichtig. Aber wie knapp. Ja, aber die kommen auch rein gleich. Wobei, erster Elefant wird bekehrt. Und auch daheim hat Manu drei Ritter in der Base, die er momentan nicht richtig gut verteidigen kann. Die Elefanten sind zu lahm. Den kann er gleich vergessen da. Die muss er nach vorne schicken. Und vor allem muss er Plänkler nach vorne schicken gegen die Mönche, sonst hat er da bald nichts mehr. Mönche hinter der Mauer, ziemlich fies. Die drei Ritter muss er wirklich mit Pikinieren hier irgendwie abfangen. Nächster Mönch kommt, nächste Bekehrung kommt rein. Der Mönch, der andere Mönch hat jetzt auch gleich schon wieder volle Bekehrungsrate. Und jetzt hauen die Ritter noch auf die Elefanten drauf. Die kann er aber vielleicht kämpfen. Ja, und die Ritter daheim sind immer noch in der Base von Manu. Also die hat er nicht geklärt, die drei Ritter. Da könnte Jonathan immer noch Damage machen. Jetzt gegen die drei Speerkämpfer wird es natürlich nichts werden, weil sie schon low waren. Aber daheim sind genug Mönche am Start. Die letzten Armbrustschützen von Jonathan unten auch getrappt bekommen. Jetzt hier nochmal auf die Mütze von den Plänklern. Ja, Armbrustschützen gegen einfache Plänkler natürlich nochmal ein bisschen anders die Geschichte, aber cleared er. Von Jonathan zu wenig Echo auf dem zweiten Hafen, für meinen Geschmack. Da ist einfach nur ein Fischerboot, das ist leider ein bisschen wenig. Und Manu jetzt mit einem Haus relativ weit vorne. Was macht er denn da? Scouting, Radarhäuser wollen gebaut werden. Diese Elefanten sind auf jeden Fall sehr gefährlich, wenn er die nochmal nachzieht hier unten, die zwei. Der Mönch holt die nächste Bekehrung. Leider den Lone Elefanten. Fliegt jetzt auch nochmal. Zwei Mönche kommen noch. Und die könnten jetzt auch gut bekehren. Die werden vermutlich bekehrt werden. Einer wird bekehrt. Zweite Bekehrung kam nicht rein. Oder hat er beide bekehrt? Nee. Aber die Mönche machen hier gute Arbeit. Ja. Manu mit seinen Elefanten jetzt nach rechts. Ist jetzt hier auf dem Weg, vielleicht den Hafen abzureißen. Mhm. Auch eine gute Verwendung auf jeden Fall der Elefantenreiter. Ich meine, die müssen einfach nur irgendwo hinlaufen. Sobald sie irgendwas tun, sind die sehr effektiv. Er darf natürlich da hier niemanden chasen durch die Map. Das wäre der falsche Move. Ja, die Eco von Manu Heal nach wie vor ein bisschen weiter vorne. Einfach nur, weil die Fischerboote hier natürlich ihre Arbeit leisten. Und er hat drei TCs. Während, ah, ne, da wurde auch ein drittes TC gebaut bei Jonathan. Sorry. Der jetzt auch Manu hat den Hafen gescoutet. Manu hat den Hafen gescoutet, zieht aber seinen Elefanten zurück. Hat er vielleicht nicht so beabsichtigt, war vielleicht ein Sammelpunkt da hinten. Und die Mönche sind halt echt sehr gut, wenn sie hier nochmal die Einheiten nachhealen. Das bringt auch nochmal sehr viel. Also nicht nur die Bekehrungen, das darf man echt nicht unterschätzen, hier so einen Healing Point zu haben. Ja. Am besten noch unter die Burg diese Mönche zu stellen und dann immer wieder mal wieder die Einheiten vom Raid da reinschicken. Und jetzt Imp von Jonathan. 78 zu 89 Dorfbewohner.
Ja, Manu noch weiter hier am Militär produzieren, dann kommen auch noch Plänkler nach. Von denen würde ich auch nicht ganz runter, gerade auch wegen den Mönchen. Es sind nur drei auf dem Feld, aber wer weiß. Jetzt wird spannend, hier wird eine Burg angefangen und die Mönche ziehen sich gerade zurück. Da sind auch Lightcap dabei, um Mönche zu snipen. Burg wird abgebrochen. Ich denke, das ist die richtige Maßnahme und die Burg wird daheim gebaut. Jetzt sollten da die Mönche doch die ein oder andere Bekehrung noch machen, sonst da könnte der Fight dort richtig gut ausschauen. Die werden hingezogen. Ja, Manu kann sich zurückziehen jetzt, sollte sich zurückziehen. Und hier kommen auch erste Pikeniere raus. Die Burg steht. Also da wird es erstmal keinen Schaden in Richtung TC geben, würde ich behaupten. Aber den Fight kann Manu gut nehmen. Die Mönche machen ihr Ding. Kriegen nur eine Bekehrung. Oh, die haben alle den gleichen bekehrt. Das ist natürlich schade. Nee, haben sie nicht. Hat nur so ausgesehen. Geht natürlich dann schneller, aber die Mönche sind auf jeden Fall weg. Das war hier sein großer Pluspunkt in der Verteidigung. Er hat zwar jetzt eine Burg hier für die Berserker, aber natürlich gegen Elefanten auch schwierig. Er hat dieses mehr Schaden gegen Kavallerie-Upgrade, ja. Aber ich würde es auch echt als schwierig bezeichnen, hier ja, drauf zu gehen. Du bist der Wikinger-Experte. Würdest du sagen, Berserker gegen Elefanten ist würde ich nicht Idee. Machen, ich würde Pikeniere machen. Ja. Macht man dann eher auf dem Weg und die Berserker vielleicht hinten rein zum Raiden, aber wer raidet ist Manu. Da hinten kommen drei Reiter mal rein. Gucken, geht da irgendwas? Eine Woodline, verteilt seine Einheiten, findet eine Woodline und vorne klopfen die Elefanten ab, die natürlich schnell Gebäude hier auch abreißen. Es wird wieder schön nachgebaut, aber es kommen keine Mönche. Ja, doch, zwei werden nachgepumpt. Schön, ist ja. Hinten offen und Jonathan merkt es, glaube ich, noch nicht so richtig. Jetzt kommen die Quick Walls, die sind wichtig. Oh, 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 die gehen nicht hoch. Die gehen nicht hoch. Ah, doch! Ach, hat er gerade so noch hingekriegt. Aber kann aber hinten nicht verteidigen. Ihm fehlen gerade die Einheiten, dem Jonathan. Also, er bräuchte hier einfach mehr Pikeniere, mehr Ritter, mehr alles. Ja, und auch die Elefanten könnten sich oben das TC eigentlich schnappen, wenn es jetzt noch ein paar mehr werden und es werden immer mehr. Und auch die Fisch-Eco wurde hier abgerissen von zwei Elefanten auf der unteren Seite. Das ist sehr gut, sehr wichtiger Schachzug, denn der obere nördliche See ist bald ausgefischt. Auch die anderen beiden Seen hier von Manu sehr stark hier schon überfischt, möchte ich sagen. Da müssen bald die Reusen kommen. Ja, da ist noch mehr zu holen. Und ja, jetzt wird das erste TC gleich fallen. Das sind einfach zu viele Elefanten. Mönche wieder am Start. Pikeniere können das nicht verteidigen. Die Ritter snipen hier den nächsten Mönch. Ja, die Pikeniere sind auch zu wenig tatsächlich. Also viel zu wenig. Jetzt kommen hier einfach mit Elefanten in die Base reingeströmt. Und es müssen mehr Pikeniere sein. Und die werden gerade gebaut. Also wenn da eine kritische Masse mal am Start ist, ich sehe das Game noch nicht als over. Es ist keine... Ja, er muss halt seine Armee sammeln. Er darf da nicht reinschicken. Und das macht er die ganze Zeit. Ich meine, das TC ist doch einfach mal egal. So. Wird schwierig. Klar, die Mönche sind natürlich fies von hinten. Ich glaube, er gewinnt den Fight gerade ziemlich eindeutig, ehrlich gesagt. Ja, Manu hat zwar Plänkler nachgepumpt, schickt die aber nicht nach vorne. Die hätten jetzt noch gefehlt, die wären ziemlich fies gewesen. Also Elite-Plänkler-Upgrade ist mittlerweile drauf. Das ist Gold. Er verliert echt hier seine Armee. Ja, ja. Das TC kann vielleicht noch gerettet werden. Hui. Wenn's nachrepariert wird, auf 77 jeden Fall. HP. Guter Move, also spannendes Spiel wieder. Ja, der Chat sagt's auch. Nicht schlecht, aber wie macht hier Jonathan weiter? Ich meine, er muss unten wieder auf den Hafen auf jeden Fall gehen. Da muss er den irgendwie noch verteidigen können. Die zwei Elefanten stehen da immer noch rum. Ja, die Plänkler, für die muss er sich was ausdenken. Es kommen weitere Upgrades für die Pikeniere. Aber ich denke, wenn jetzt sowas wie Seatram noch dazu kommt, dann wird es spannend. Und Manu ist halt ewig weit entfernt von Imp. Ja. Obwohl er so eine starke Fisch-Eco hat, also... Ja, ewig. Ja, er hat
viel Holz jetzt auf der hohen Kante. Die Reusen müssten so langsam reinkommen. Fischerboote auch mit langem Weg schon hier Richtung Hafen. Könnte nochmal einen zweiten Hafen vielleicht droppen. Oder den anderen Hafen auch invaden. Ja. Wieso nicht? Also irgendwas muss jetzt in der Echo von Manu auch passieren. Nicht nur vorne. Sonst wird da die Impower von Jonathan mal reinkommen. Es wird hier auch ein Trap mal gebaut. Ja. Das würde ich ihm nicht empfehlen. Er hat eine ziemlich weite Range hier bis zu Manus Burg. Oh. Ich meine, was will er denn abreißen? Was will er? Also er kommt da nicht vor, ne? Doch, bis jetzt. Doch, klar kommt er da vor. Wenn er da richtig steht, passt das alles. Ja, es sind viele Plänkler, 22 Plänkler. Dagegen hat er noch nicht wirklich was. Chevaliere, perfekt. Der Antwort natürlich auf die Plänkler. Ja, also normalerweise müsste Jonathan jetzt alles hier gewinnen. Der müsste hier die Armee komplett clearen und dann kann er raus mit seinem Trap. Fährt da auch schon, also ich sehe hier keine Chance, dass Manu diesen Fight gewinnt, der muss sich unbedingt zurückziehen. Verliert auch unglaublich viel Value hier, was, na gut, die Elefanten sind billig, aber kosten trotzdem halt Gold, ne? Und jetzt diesen Trap, wie soll den der Manu jemals snipen? Jetzt kommt noch eine Castle auf der linken Seite, die möchte der Manu gern verhindern. Da muss jetzt das Micro kommen. Also Manu, vielleicht hier bräuchte ein Einheiten-Switch mit dem Malayen. Vielleicht Schwertkämpfer für die Pikiniere. Er braucht auf jeden Fall mehr Infanterie. Vielleicht auch selber Pikiniere mit Pikinieren einfach countern. Wieso nicht? Er hat die Ressourcen. Der Trap muss jetzt stehen und Imp für Manu immer noch nicht erreichbar. Also wenn er jetzt hier seine Armee verliert, wird es immer schwieriger. Ja, vor allem wird er die Burg verlieren, er kann hier nicht snipen. Gut, die Elefanten können ein All-In hier reinmachen, aber die Burg wird auch hochgehen, es wird sehr, sehr teuer. Und die Pikiniere werden wahrscheinlich dann die Elefanten clearen. Manu versucht es trotzdem, er versucht hier reinzugehen, er versucht zu snipen und die Elefanten kommen einfach nicht durch. Werden geblockt. Wunderbar. Also, oh. Ja. Trick or Trap hier von Jonathan, aber es scheint zu funktionieren. Ein Trap macht hier Manu ziemlich viel Druck. Ja, wobei die Plänkler schon auch ihren Schaden machen. Und Manus Produktion hört auch nicht auf dahinter. Also er macht hier schon weiter. Aber jetzt die Chevaliere räumen das Ganze auf. Zweiter Trap kommt auch, es kommen Berserker. Ich sehe keinen Weg mehr für Manu zurück in das Game, wenn er nicht in Imp kommt oder irgendeinen verrückten Raid hat. Aber ja, das Spiel ist durch an der Stelle. Hätte ich nicht gedacht, dass es sich so schnell wendet. Ich war hier wieder voll auf Manus Seite eigentlich, was das Game angeht. Aber wunderbar schnell Imp hier gegangen und die Vorteile direkt ausgespielt. Richtig schön verteidigt auch. Muss man ihm auf jeden Fall Credits geben für die Verteidigungsaktion hier vor allem oben mit den ganzen Pikenieren und an dem TC, das war dann der Wendepunkt. Krasses Spiel. Ja, da habe ich viel weggeworfen da oben, das hätte nicht sein müssen. Ja, GG auf jeden Fall. Jonathan, wie war dein Gameplan? Hallo, hallo? Frühstress mit Crossbows, das hat funktioniert. Yep, auf jeden Fall. Das war der Plan eigentlich und danach habe ich eigentlich gedacht, ich gucke mal, was kommt und habe eigentlich nur noch reagiert, aber erfolgreich zum Glück. Ja, also tatsächlich waren die Mönche mit deiner Rettung, würde ich behaupten. Ja. Und ja, tatsächlich, wenn du da nicht genug Pikeniere aufs Feld kriegst mit deinen Kasernen, die du noch da hinten gebaut hast, dann wird es sehr, sehr schwierig, das aufzuhalten. Aber dann war halt Imp da, deine Pikeniere waren in guten Nummern da, du hast Chevalier gehabt und Manu war einfach zu weit weg, auch von Imp selber, um da irgendwas dagegen zu machen. Ja, ich habe, zu schlecht gekämpft einfach. Weiß nicht, also würde ich nicht mal unbedingt sagen. Du hast halt wenig Chancen jetzt, vielleicht noch ein paar mehr Lightcap von Anfang an dazu mischen, damit die Mönche snipen können, klar, aber... Genau, die Idee kam ein bisschen zu spät. Aber und wahrscheinlich hätte ich jetzt irgendwie Champs oder so mit drin haben müssen oder weiß nicht was. Also ich glaube, du hast auch die bessere Eco, wenn ich mich nicht täusche, weil ich habe relativ viel Chaos gehabt und sehr, sehr unbalanced die ganze Zeit. Reingekommen. Okay. Wir haben gleich viel Nahrung, du hast 2000 Holz mehr und 300 Gold mehr, also da ist jetzt nicht so viel. Sehr eng auf jeden Fall. Gold hast du 3000 mehr, Entschuldigung. Okay.
Ja, also ich glaube, der größte Unterschied war tatsächlich die Fisch-Eco von Manu, der einfach auf beiden Seiten gefischt hat. Und bei Jonathan war das halt erst sehr spät, dass der zweite Säge gekommen ist. Das hat Horus so ein bisschen den Arsch gerettet nach dem Raid in seiner Base. Ja, die Ritter, die sind, ich dachte, ich krieg's noch zugeworfen, das hat nicht mehr geklappt. Nee, ich meine tatsächlich schon früher mit den Archern. Achso, ja, auch da, das Wollen, ich war dran, aber es hat nicht mehr ganz gereicht. Also es fällt mir wirklich schwer, jetzt zu sagen, an was es genau lag. Natürlich sind Elefanten auch allgemein langsam und wenn dann der Gegner auf die Idee kommt, Mönche zu bauen, das hatte ich auf jeden Fall länger aufgehalten als gedacht. Ja. Wahrscheinlich mehr Plänkler einfach für die Mönche dann am Anfang nochmal hinschicken. Ja. Ja, echt schwierig. Also guck's dir nochmal an. Das war echt super gespielt hier. Du hast auch den Hafen nochmal unten abgerissen von Jonathan. Da habe ich gedacht, okay, jetzt fehlt ihm halt ein Hafen. Der obere Hafen ist fast ausgefischt hier. Und was will Jonathan jetzt noch machen? Aber der hat halt früher Imp gehabt und dann direkt Druck, ja. Ja, ich meine, vorne konnte ich eine Burg verhindern. Das Overchop, das war natürlich nice. Hätte ich das noch einen Ticken früher gesehen, wäre das fein gewesen. Ja. Nee, GG. GG. Manu, was war denn dein Plan? War das von Anfang an mit den Elefanten dein Plan, weil du Malayen gepickt hast tatsächlich auch? Ja, genau. Das mit den Elefanten. Ich dachte mir, Vikings, er spielt sicher Archer. Ich hatte ja schon Plänkler gebaut. Das fanden wir auch spannend. Das fanden wir sehr spannend, weil du hast auch exakt diese Leiste nicht gescoutet gehabt, wo dann die Archer rauskamen. Und ich dachte schon so, hä, was ist denn das für ein Game Sense? Also, interessant. Weil da könnten genauso gut ja Scouts kommen, ne? Also ich kenne halt Vikings für mich, die haben halt keine, die haben, glaube ich, keine Bloodlines. Ich kenne halt Vikings irgendwie als Archer-Volk erstmal. So, ja. Du gehst aber eigentlich, ich kenne, also das, ja, also ich kenne halt Vikings so, hast dass ja recht, die, aber ja. Genau, und deswegen dachte ich halt, es passiert wahrscheinlich jetzt genau das. Die Uptime würde auf jeden Fall irgendwie passen. Und ja, ich baue jetzt einfach prophylaktisch. Ich habe, glaube ich, einen Pike sogar auch gehabt, falls Scouts kommen. Aber ich dachte mir, nee, der kommt bestimmt mit Archern. Ja. Okay, gut, dann würde ich behaupten, machen wir weiter mit dem letzten Spiel, Entscheidungsmatch zwischen Horus und Jonathan. Manu, was möchtest du denn gerne spielen, welche Map? Kannst du bitte nochmal sagen, was wir alles haben? Wir haben noch übrig Goldgrube, Land Madness, Mongolei, Tal und Versteck. Dann möchte ich Land Madness spielen. Land Madness wird gespielt. Viel Spaß. Ich wünsche euch ein schönes Spiel. Ach so, ja, Manu muss auch noch sagen, pickst du? Ja, ich will nochmal picken. Jonathan, du auch? Beide picken. Alles klar. Dann viel Spaß euch und ja, wir hoffen auf ein gutes Spiel. Bisher ist es sehr, sehr schön, was ihr da treibt. Wunderbar. Das freut uns. So. Ah, die ja, beiden sind zusammen Manu im Discord. Interessant. Ja, ja. Hochprofessionell immer der Manu unterwegs. Grüßt den Chat, will hier gute Spiele liefern. Ja, ja. Kleiner Entertainer auch hier. 32 Zuschauer. Ui. Das schön. Ist ja wunderbar. Ja, wir sehen Land Madness. Eine Map, die ich wirklich witzig finde, die ich gern sehe. Ob ich sie gut spielen kann, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Map, auf die ich Bock habe, wenn ich sie sehe. Es passieren verrückte Dinge. Man kann nicht so richtig super gut wallen. Man ja, hat so das Gefühl, dass man viel Mobilität braucht. So starke Sifs, die einem in den Kopf kommen, ist irgendwie so gefühlt Franken, Teutonen, Mongolen, sowas in der Richtung. Ja, viel Burgen sollen auch nicht schlecht sein auf der Map. Jetzt mal gucken, was passiert. Game 3 ist am Start. Wir aktualisieren das Scoreboard. Land Madness, it is. Und selbstverständlich würde ich gern von euch wissen, wie sieht's aus? Was denkt ihr? Wer gewinnt es? Pick oder random? Ich hab's gar nicht mitbekommen. Es ist beides Pick. Ja, die Command vielleicht ja auch noch eine gute Alternative, um hier frühe Raids ein bisschen abzusichern. Spiel ist offen. Mal gucken, welche Sifs werden. Ja, ihr könnt jetzt abstimmen. Wir schauen rein ins Spiel und
sehen als Zivilisation? Mongolen gegen Franken. Mongolen von Horus gegen Franken von Jonathan. Schwere Kamele gegen Paladine oder Chevaliere, besser gesagt. Und Axtwerfer gegen Pikiniere. Gegen Mangudai. Gegen Mangudai am Ende dann die Mangudai. Wer sich's leisten kann, wer so viele Upgrades auf dem Schirm hat. Okay. Auf einer offenen Map hier auf jeden Fall zwei sehr starke Picks. Es hat hier auch viel Wild für den Mongolen. Der Franke braucht natürlich seine Zeit, um erstmal seine Power so richtig zu entwickeln. Wenn die Ställe dann erstmal arbeiten mit der Technologie, das ist eine andere Geschichte. Aber bis dahin würde ich sagen, der Mongole hat hier auf jeden Fall die Chance, früh Druck zu machen. Mhm. Da ist er noch ein bisschen fitter. Wie siehst du das? Im ja. Scout Rush. Der Scout Rush des Mongolen natürlich früh möglich, vor allem wenn man sich das Deer holt. Und davon gibt es hier was auf der Map. Kann man gut machen. Kann man eben ein bisschen schneller spielen als vom Franken, aber der Franke natürlich auch gleich mit dem Upgrade drauf. Ah, oh, denk, Berries vor allem, ne? Ja, und ja, Berries hier neben dem TC. Schau dir mal an, Jonathan geht direkt auf die Berries, bevor er überhaupt Schafe schlachtet. Ja, macht er gut, also warum nicht? Und er hat ordentlich. Ja. Zwei Büsche sind weg. Zwei Büsche sind einfach direkt weg. Das sind mehr als, also es sind zweieinhalb Schafe, die er hier jetzt gerade weggeknuspert hat. Es hat sich schon gelohnt. Ja, ja. Der dritte Busch wird hier nicht mehr genommen. Jetzt kommt auch Gänse, noch dieses Schwein rein. Also, der ist fit, der Jonathan. Also, wird seinem Ruf gerecht, hier dann doch, die Build Orders zu beherrschen. Ich sehe gerade leider, dass mein Stream so ein bisschen hinterherhinkt. Ich hoffe, da gab es nicht zu viele Drops oder irgendwas. Aber sieht alles einigermaßen in Ordnung aus. Ja, der Upload ist nicht perfekt. Wir schauen es uns trotzdem an. Jetzt sind wir schon in Spiel 3. Da müsst ihr jetzt eben durch. Ja, auf jeden Fall schön hier in Spiel 3 zu sehen. Manu auch mit dem Bohr, ohne Loom. Alles gut, aber gegangen, schön professionell einquartiert, ausquartiert. Und holt sich jetzt die Mühle bei Jonathan an den Berries kommt hier auch. Also er will hier den Vorteil weiterhin nutzen. Zu Recht. Hat hier alle seine Gänse. Oh, und bei Manu ist der Borleur, würde ich so gerade schon sagen. Der Dierleur leider ein bisschen schief gegangen. Jonathan jetzt haust. Manu auch vielleicht gleich haust. Da ist langsam hier die Konzentration nicht mehr am Start. Jetzt kommt es dir und das TC erholt sich auf jeden Fall hier mit dem Bonus der Mongolen nochmal ein bisschen schneller die Nahrung rein. Beide jetzt ungefähr gleich auf, beide ungefähr gleich haust. Manu Horus mit einem leichten Vorteil, was die Villager-Anzahl angeht. So ein Viertel Villager vorne. Nichts Riesiges, nichts, was spielentscheidend wird, schätze ich mal. Ja, das sagt man jetzt so, ne? Aber man weiß es nicht. Jonathan auf jeden Fall. Ja, also ich denke. Heart of Berries. Ja. Frühe Aggression von Manu könnte hier auf jeden Fall reinhauen. Ist halt die Frage, ob er das machen will. Aber auf dieser Map haben wir eigentlich schon immer irgendwelche Scoutscher-Mützel gesehen. Würde mich wundern, wenn hier irgendwie die beiden auf Fast Castle gehen. Gerade hier so ungewollt. Wahrscheinlich sehr risky. Letztes Mal hat Manu gegen Dingo Ingo Kuman gewählt, hat überall Pikes hingestellt, zwei TCs gedroppt und ist dem einfach davon geboomt. Von daher, man kann das auch anders spielen. Aber jetzt mit dem Pick würde ich auch behaupten, dass er da auch was Aggressives machen möchte, denke ich mir. Wow, trotzdem seine Woodline ziemlich aufwendig, aber wieso nicht? Dann hat man auf jeden Fall da mal keinen Stress unter Umständen. Der Scout von Jonathan guckt mal, da wird auch gewollt an den Berries. Greift auch an. Interessant. Oh, da ist noch kein Loom drauf. Das kann er also tatsächlich kämpfen. Und Jonathan könnte sich in der Theorie, hat er es gescoutet auch, wir schauen nochmal kurz drauf, nochmal einen Berrybush nehmen, der hier ganz verführerisch rechts neben seinem TC ist. Mhm. Eventuell lohnt sich das. Ja, zwei Villager, aber Vorsprung für Manu. Das liegt aber daran, dass Feudalzeit bei Jonathan schon geklickt ist. Ah ja, ah ja. Und der jetzt gleich Scouts bauen wird.
Und das auch deutlich schneller als Manu dadurch. Das heißt, der Stress wird wahrscheinlich bei Manu in der Base sein. Der ist allerdings ganz nett gewallt. Jonathan könnte jetzt mit viel Glück gleich noch scouten, dass Manu hier rechts noch dir nimmt. Ist jetzt aber erstmal auf dem Weg hier das Berg, aber das Holzfällerlager zu scouten. Ja, ich glaube nicht, dass er da nochmal näher rangeht ans TC. Ja. Mal gucken, was passiert. Ich denke, jetzt kommt instant der Stall von Jonathan. Jupp, da kommt er. Nee, es kommt eine Schießanlage. Interessant, also kann über Walls hier schießen, kann die Woodline damit bedrohen, die hier so schön abgewallt ist. Aber Manu wallt weiter auf seine Front. Also gerade hier auf dieser Karte, die er selbst gepickt hat, als Waller lässt er sich die Walls nicht nehmen. Was wird er zur Verteidigung bringen? Ich bin wahrscheinlich mir nicht kommt sicher. Wahrscheinlich kommt echt der Stall. Was das jetzt... Also jetzt riecht das natürlich nicht, dass Archer kommt. Ich meine, jetzt hat er Franken. Ne? Also wenn es jetzt nochmal hier Plint Plänkler baut, dann sage ich Map Hack. Ja. Was droppt Manu? Schön den Scout gerettet von Jonathan. Und der kann natürlich hier trotzdem weiter nerven. Hat Manu das gescoutet mit dem... Nee, er hat die Schießanlage nicht gescoutet. Sein Scout ist auch hier echt low HP, muss er aufpassen auf den. Es wäre schön, wenn er jetzt nochmal reinklickt in die Base und die Schießanlage sieht, aber das könnte eine böse Überraschung werden hier von Jonathan und auch sehr stark hier gegen einen gewallten Gegner, der denkt, da kommen Scouts. Ja, vor allem der Speerkämpfer baut und dessen Uptime dadurch auch nicht unbedingt schneller wird. Also es ist aber trotzdem nur eine Schießanlage, es sind nur 3 auf Gold, also so ganz ideal. Es kommt noch ein Stall hinterher, vielleicht sind Scouts und Archer. Habe ich so noch nicht gesehen. Ist halt die Frage, wie lange will ich in Feudalzeit bleiben? Kann ich mir das leisten? Weil Scouts und Archer sehen richtig schlecht aus gegen Ritter. Ja, frühe Schubkarre jetzt von Manu, weil er haust ist. Zwei Archer gehen nach vorne. Von Jonathan kommen außerdem noch 2 berittene Speer hinten dran. Und Manu versucht hier zu wallen. Der wird nicht zugewallt sein. Auf keinen Fall. Also er geht mit 2 Archer nach vorne, zeigt damit, hey, ich habe eine Schießanlage und will dafür dann vielleicht den Manu so baiten auf. Ja, ja, also die Mindflames sind und dann kommt er mit Scouts. Ne? Die Wobei, jetzt, er baut jetzt wieder Bogenschützen nach. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen ineffizient. Gut, ich habe keine Elo wieder, Jonathan. Ich weiß nicht, was ich hier rede. Wir gucken einfach, was passiert. Ja, und da ist jetzt beides da. Jetzt muss der Manu gucken, was er tut. Aber auch das TC steht still bei Jonathan ab und zu immer mal wieder. Der Damage ist überschaubar momentan. Und es sind überall Speerkämpfer, die hier patrouillieren. Schießanlage von Manu. Also wenn es ein Bait wird, hat er auf jeden Fall jetzt schon geklappt. Es kommen aber weiter Bogenschützen nach, von dem her nicht wirklich angetäuscht. 4 Bogenschützen würde ich schon als eine Archer-Aggressivität werten. Also das ist nicht nur ein bisschen angefaked. Und Jonathan scoutet jetzt eine Woodline, die offen ist. Und scoutet jetzt eine Mühle, die offen ist. Kann hier auf der rechten Seite eventuell Damage machen. Auch dieser Villager, der hier rumwallt, da werden jetzt Bogenschützen hingezogen. Jonathan aber kurze Zeit haust gewesen, jetzt auch wieder nicht ideal. Jetzt können die Bogenschützen hier die Speerkämpfer clearen. Schönes Micro, kriegt trotzdem noch einen Hit mit und jetzt muss Horus hier weg von dem Holzfällerlager, wo er gerade noch tatsächlich auch Leute hin produziert. Ja, ich würde ihm empfehlen, mit den Villagern jetzt zu kämpfen. Also, er versteckt hat seine Villager, finde ich sehr gut. Und jetzt wird hier gekämpft. Jonathan läuft so ein bisschen rein, sieht gut aus. Ja. Das Micro war nicht besonders geschickt. Er hätte hier schon auch was rausholen können noch. Ja, die Berries werden weiter denied. Da ist weiterhin ein Bogenschütze, der hier rumstresst. Ja, ein Speerkämpfer vorne ist wieder gefallen gegen den Bogenschützen und die Berries werden wieder hier bedroht. Da zieht er wieder komplett zurück. Mhm, also Idle Time ist auf jeden Fall am Start für Manu. Immer mal wieder. Von den Dorfbewohnern hinkt er jetzt nicht so wirklich hinten dran. Er hat auch gute Ressourcen.
mal schauen, wie sich das hier weiter ausspielt. Jetzt. Er wort auch zu, ne? Er wort wieder zu Herz nicht vergessen. Echt fit hier der Manu noch im dritten Spiel. Und schnappt sich den Scout. Also Aggression hier erstmal gebannt. Die zwei Plänkler werden das hier noch abwehren können. Locker, easy. Mit was kommt Jonathan? Jetzt kommen erstmal wilde Felder hier um seine Berries nochmal rum, um die Mühle. Er hat zu Hause, ist er ein bisschen auf Steinbock noch gegangen. Wahrscheinlich Richtung Ritterzeit so langsam wird geplant, obwohl er noch hier noch mehr Archer nachpumpt. Er hat 3 auf Gold. Ja, ihm fehlen jetzt noch 100 Gold, dann hat er genügend für die Ritterzeit. Aber noch 500 Nahrung bräuchte er. Wird aber bald reinkommen. Also sieht echt gut aus mit den Berries, gerade mit Franken hier nochmal angezapft und die Felder Echo. Stark, stärker wie bei, wobei es hält sich, glaube ich, die Waage mit den Feldern hier auch bei Manu. 13 Felder. Zweite Mühle schon gebaut. Ja. 17 Felder. Das ist schon ein Unterschied. Okay. Und ja. Manu auch wieder nicht auf Gold. Das heißt, es mit der Ritterzeit könnte sich auch wieder ein bisschen verzögern. Es kommt ein Stall von Horus, es kommen Häuser von Horus, aber es kommen auf der anderen Seite auch Speer und Bogenschützen von Jonathan. Und mir fehlt momentan die, das ist offen. Da war offen. Ja, also die Eitelzeit vorne an den Barry ist sehr teuer. Jetzt hat er sich selber eingewollt, die Villager muss dran glauben. Zweiter Villager muss auch dran glauben. Dafür kann er hier die Bogenschützen wahrscheinlich. Ja, jetzt muss er... Scouts können das machen. Und jetzt hat Manu momentan keine Eco mehr, sag ich schon. Der hat keine Army mehr daheim, großartig. Und jetzt könnte eigentlich Jonathan schauen, wo er Damage machen kann. Manu mittlerweile auf Gold. Jonathan mit 2 Villagern vorne und außerdem mit der Ritterzeit. Ja, also Manu hier weiter in der Feudalzeit gefangen, möchte man fast schon sagen. Muss hier weitere Einheiten produzieren, um das abwehren zu können. Nur 2 publige Bogenschützen und Scouts machen hier nochmal Stress. Ja, und jetzt muss er halt schön micron. Denn... Ja. Das Micro von Jonathan stimmt. Er holt sich jetzt die Plänkler. Der Bogenschütze wird aber auch zu wenig sein. Ja, die Speer haben halt mehr Lebenspunkte als die von Manu wegen Franken. Ne? Wir erinnern uns. Der Fight ist nicht schlecht. Es gibt immerhin keinen Eco-Damage für Manu, für Horus. Und damit ist das wieder sehr, sehr ausgeglichen. Und Horus jetzt mit mehr Militär, aber natürlich ohne die Ritterzeit. Da ist immer noch nicht genug Gold da. Auch noch nicht genug Nahrung. Und wenn die Ritterzeit reinkommt, stehen hier schon 2 Ställe bereit und wir wissen, was von Franken in der Ritterzeit kommt. Das sieht wieder gut aus für Jonathan hier. Manu zieht jetzt auch nicht seine Scouts hier nach vorne. Der will keinen Stress machen, bleibt hier defensiv. Hat jetzt auch Ritterzeit hochgeklickt. Aber wie gesagt, Jonathan hier bei 80% schon fast drin. Hat hier weitere Scouts eingequeued, was ich verwunderlich finde. Vielleicht will er ein bisschen gucken, dass sich Manu nicht auf der Map ausbreitet mit diesen Scouts. Aber natürlich, gut, er hat noch richtig viel Nahrung, also die kann er sich locker leisten, ja. Sehe ich hier gerade. Da können immer noch Ritter nachkommen. Schmiede kommt auch mal, schöne Idee. Das wollte ich gerade sagen, Schmiede, interessant, dass sie noch nicht kam. Ritter bisher nur aus einem Stall, das weiß ich nicht warum. Jetzt hat er es gefixt. 2 Stellen kommen die besser und schneller. Ja, und jetzt aber auch, der eine Scout macht Stress bei Manu hinten drin in der Base. Währenddessen sind aber auch Scouts bei Jonathan hinten drin, die hier 2 Villager snacken werden. Jonathan baut erstmal, schaut eher, dass mal hinten alles dicht ist. Hat keinen Bock, dass da auch noch Stress ist und produziert Ritter weiter, erstes Defensiv-Upgrade kommt auch drauf. Die Ritter werden mehr sein auf der Seite von Jonathan. Jetzt kommt aber auch die Vorbereitung auf der anderen Seite von Manu mit 2 Stellen. Der macht Zuchtauswahl, der macht die Defensiv-Upgrades für Ritter. Und Jonathan mit 10 Villagern eingequeued in seinen TC. Der wird erstmal keine Idle-Time im TC haben. Verfolgt hier eigentlich immer noch diese 2 Scouts, aber ich denke, er macht jetzt den richtigen Schritt und geht einfach nach vorne. Da versucht Manu mit doppelten Palisaden-Walls dagegen zu gehen. Baut Kamele. Ja,
gute Wahl auf jeden Fall. Hätte ich auch gedacht, dass wir hier am Ende schwere Kamele gegen Paladines sehen. Ja, doppelter Palisadenwall da hinten halt nicht. Und die Ritter könnten da vielleicht hin. Nee, klopfen jetzt doch an der doppelten Stelle an. Vielleicht, ah, jetzt merkt das. Naja. Manu war gerade auch aktiv mit dem Villager hier. Da muss er schnell sein. Da muss er sehr schnell sein. Der wird nicht schnell genug sein. Manu wird gleich die Ritter in der Base haben. Hat er genug Kamele, um das zu verteidigen? Ja, langsam wären es genug. Aber wenn hier jetzt weiter Ritter kommen, dann wird es schwierig. Aber momentan die Produktion steht still bei Jonathan, der daheim vor allem Pikiniere gebaut hat. Aber kommt jetzt der Damage? Hier ist die Frage. Ja, er will den Fight hier nicht nehmen gegen die Speerkämpfer. Kamel kommt auch. Jetzt langsam hat er keine andere Wahl mehr, als den Fight zu nehmen. Gleich noch auf den Hill hoch und dann fighten. Er frisst hier viel zu viel Schaden, also Manu wird es hier gut verteidigen können. Villager-mäßig auch nur zwei vorne, Jonathan. Jetzt geht er ans Gold. Snackt hier ein paar Villager am Gold weg. Also er geht hier voll auf den Eco-Damage. Und damit sind es jetzt schon fünf Villager Vorsprung statt, jetzt sogar noch mehr, 7. Wo ist nochmal was gestorben? Oh, da kommen noch mehr Leute nach vorne. Ja, da kommen Pikiniere von Jonathan. Komisch. Sieht man selten so eine Aktion, ja, aber okay, gut. Vielleicht kannst du noch ein Kamel mitnehmen. Aber Jonathan mittlerweile hier mit einem zweiten TC unterwegs und die Speerkämpfer machen leider nicht so viel, weil es eben keine Pikiniere sind. Pikiniere hier auch von, oder besser gesagt Speerkämpfer von Manu, die hier nochmal ein bisschen die Lücke vielleicht verteidigen wollen. Nachwallen wäre vielleicht hier auch nochmal eine gute Idee, wenn man schon hier... Also Militär von Manu jetzt bei 24 zu 5 bei dem Jonathan. Und das ist so eine Sache, das könnte natürlich auch snowballen. Gibt es mehrere TCs mittlerweile von Jonathan? Ja, der hat eins nachgebaut. Ja. Auf der anderen Seite bei Horus kein neues TC. Das heißt, ekomäßig wird er davonziehen eventuell. Ja, drittes TC auch jetzt hier weiter unten nochmal im Osten. Kommt der Snipe noch? Von Jonathan? Ja. Nein, kein Snipe. Bauarbeiter also, überlebt. Manu ist am Drücker. Armeemäßig könnte jetzt losziehen und sogar die Echse hier snipen, die gerade im Osten gebaut wird. Das dritte TC von Jonathan ist sehr gefährdet hier. Gerade bei TCs, die Ritter gefährdet sind. Auf der linken Seite versucht Manu eins zu bauen, wo ein einzelner Ritter gerade einen Villager sniped und auch das TC hier verhindert bzw. delayed. Ja, also hier ein bisschen... Glück gehört natürlich auch dazu. Das war hier das Pech natürlich dann von Manu, aber hat ihn wahrscheinlich nur ein Villager gekostet. Ich war hier jetzt nicht ganz drauf. Manu zieht jetzt los mit der Kavallerie und mal gucken. Er sieht halt noch nicht so viel von seinem Gegner. Also, er muss auf jeden Fall jetzt Damage machen, weil er ist momentan 15 Villager hinten. Und es wird nicht lang dauern, wenn Jonathan hier weiter auf... Stein bleibt, dass hier überall auch fränkische Burgen stehen und dann wird es immer schwieriger mit diesen Raids und den Kämpfen, aber momentan kann er hier einen super Kampf nehmen gegen die Pikiniere und das wird ordentlich Damage geben, denke ich. Ja, nimmt Manu den Fight. So, drauf nicht hier die Hits im Vorbeigehen mitnehmen, genau, einfach mal wegklären. Das kann man gut machen. Mhm. Ja, und jetzt selbst ein Kamel mit 1 HP macht ja natürlich genauso viel Damage wie mit 100 HP oder 100% HP. Ja. Darf man nicht vergessen. Und jetzt muss Jonathan hier wirklich reagieren. Daheim. Die Quickwalls an der Woodline kommen schon. Einquartieren wäre noch nicht schlecht. Und ja, es sind jetzt auch trotzdem 20 Villager Unterschied. Trotz des Raids, den Jonathan hier gerade abbekommt. Ja, mal gucken, wie weit er noch geht. Krass auf der Map verteilt. Schauen wir mal an, wo der überall auf der Map ist. Forward Siege Workshop wird auch gebaut. Interessant. Mitten auf der Map. Wenn das hier unbestraft bleibt, wobei Manu sieht jetzt hier den Siege Workshop. Vielleicht wird er auch noch geeilt. Nein, er wird fertiggestellt.
schön, aber wird wahrscheinlich auch bald abgerissen. Also Seed würde ich da draußen nicht produzieren, war eine gute Idee. Hat jetzt auch die verwundbare Echse und die Felder gefunden. Manu hier mit einem sehr, sehr starken Raid. Wenn er jetzt weiter einfach Ritter pumpt, dann hat er hier einen Todesgriff angelegt, aus dem Jonathan nur sehr schwer rauskommt. Bin vor allem, wenn er sicher. Jetzt hier noch die andere... Ja, wenn er jetzt die andere Echse jetzt nicht scoutet, dann hat Jonathan eine gute Chance, weil er da halt einfach Ressourcen reinbekommt. Aber wenn er sie scoutet, dann ist es schon fast GG. Also da verliert er so viele Villager, ohne irgendwas dagegen machen zu können. Uiuiuiui, spannendes Spiel. Jonathan hier auch gerade echt viel, viel Pikeniere verloren, unnötigerweise, würde ich behaupten. Und auch nicht mehr mit so viel Eco gerade, die arbeitet. Naja, immer noch mehr als Manu insgesamt hat, aber ja, diese einzelnen Speerkämpfer, die er hier immer reinschickt, das ist auf Dauer nicht geschickt. Ja, also auch schon im letzten Spiel hier gegen die Elefanten gebracht, hier seine Speerkämpfer einzeln reinzuschicken. Das ist auf jeden Fall hier nochmal eine Überlegung wert, ob man das so machen will. Er muss ja auch nicht die Fights eingehen. Also gerade da oben wird jetzt ein Lumbercamp und ein Villager bedroht, da muss ich nicht unbedingt rein. Ja, aber jetzt wäre es natürlich gut, irgendwas zu haben, ne? Sobald die durch die Palisade hier durchkommen, wird es nochmal übel. Viele Villager werden auf jeden Fall sterben. Was kann Jonathan da noch machen? Ja, an diesem Goldspot. Echt hartes Game. Ja, und gut, die 20 Villager Vorsprung sind weg. Manu zieht jetzt gerade vorbei mit dem Raid. Stark. Auf jeden Fall. Ja. Manu weiß hier, was. Spiel ist vorbei? Ja, also hätte ich mir fast schon gedacht, das ist gut, was er da gemacht hat. Spiel ist vorbei. Bin ich mir nicht sicher, ob das so ist. Aber. Schwierig. Ich glaube, emotional kann ich es sehr gut nachvollziehen. Ja, 56 zu 50 Dorfbewohner jetzt. GG. Ja, GG. Sind beide drin? Discord spinnt, sagt Manu. Er kommt gleich nochmal. Ja, Jonathan, warum das GG an der Stelle? Ich dachte, ich krieg die Raids nicht mehr gestoppt. Hab keine Pikenproduktion mehr auf die Karte gekriegt. Mhm. Und wäre, glaube ich, nicht mehr da rausgekommen aus der Situation. Hab mal wieder die Steplancer unterschätzt, glaube ich. Irgendwie, die sind ganz schön fies vom Rain. Ja, das auf jeden Fall, ja. Und ich habe Landman das halt, also klar, es hat niemand von uns hat es wahrscheinlich schon oft gespielt, aber ich habe es noch nie gespielt, nur gesehen bisher. Mhm. Und habe halt, kannte es halt so als so krasse Full-Feudal-Map und 1000 Scouts werden gebaut und dann habe ich mich auf sowas eingestellt und dann waren da wieder Welle. Und dann dachte ich, okay, dann versuche ich mal doch noch was irgendwie feudal zu machen und baue als Franke Bogenschützen, als Big Brain Move. Hat sich aber dann nicht so ausgezahlt wie erhofft. Ja, ich fand schon Big Brain Move, aber ja. Der Manu ist natürlich ein Waller Boy und er wird sich das hier nicht nehmen lassen, selbst auf dieser offenen Karte, die er selber gepickt hat, da die Palisaden zu setzen. Manu. Hier kann, man kann gewollt sein und man muss nicht Scouts spielen auf Land Madness, ja? Wollen ist die Frage des Willens. Ja, aber GG, du bist ja echt mit allem gekommen in Feudalzeit. Ich dachte, ich muss was machen. Ich dachte, ich muss Schaden machen, sonst komme ich nicht mehr hinterher. Also vor allem, ich hatte ja 4 Pikes gebaut, weil ich dachte natürlich wieder, ja, du machst natürlich Meta, du kommst jetzt mit Scouts und auf einmal hast du da irgendwie Archer und einen Scout, deinen Start-Scout wahrscheinlich. Dann musste ich ganz schnell switchen auf Bänkler. Und vor allem, du bist ja nicht nur einmal gekommen, du bist ja, glaube ich, 3 oder 4 Mal gekommen. Mit deinem bunten Cocktail, ey. Trotz allem war die Eco zu dem Zeitpunkt noch super gleich auf. 2 Vorsprung oder so für Jonathan relativ durchgängig. Was einen Riesenunterschied dann gemacht hat, war tatsächlich die Ritterzeit. Und da war dann Jonathan plötzlich 20 Villager vorne, allerdings auch 20 Militär hinten. Und das hat sich 20 dann... Villager, okay, der hat gleich die TCs getroppt, oder? Einigermaßen, ja. Relativ zeitnah.
Wenn der gleich mal 20 Villager vorne. Okay. Ja, also da hatte ich schon gedacht, es wird schwierig für den Manu da wieder zurückzukommen, aber ja, die Pikeman-Produktion bzw. der Druck auf Manus Base war dann halt nicht mehr vorhanden, auch plötzlich dadurch, dass dann geboomt wurde. Und ja, es ist halt schwierig zu verteidigen, so ein Boom auf so einer Karte. Und ich konnte die seine Pikes in immer in Mengen kämpfen, wo ich sie gerade noch gepackt habe mit meiner Cav. Ja, ja. So, als ich ankam, waren da irgendwie 10 Pikes. Da habe ich einen Downhill-Fight genommen gegen ihn. Mhm. Und dann war der erste Schwung Pikes von ihm war halt dann weg. Und dann konnte ich ein bisschen mein Unwesen treiben. Ja. Also ich denke auch, wenn die Pikes gesammelt irgendwo gekämpft hätten, wäre das gut ausgegangen, aber man hat natürlich mit Kaff auch immer die Möglichkeit, seine Einheiten zu splitten, über die Base zu verteilen und so. Also das ist natürlich mobilitätsmäßig ein Riesenvorteil auf so einer auf so einer Karte wie Land Madness, würde ich behaupten. Ja, schönes Spiel auf jeden Fall. Wolltest du von Anfang an Mongolen picken? Wofür hast du Mongolen gepickt? Genau, das ist die Frage, die ich noch habe. Also mein Plan war, okay, er pickt ziemlich sicher eine Meta-Sith, gut, morgens sind Mongolen natürlich schon auch, ja, und kommen mit Scout. Also mein Plan war, ich lasse mich auf das Scout-Zeug wieder nicht ein, wie beim letzten Mal Land Madness, mache ein paar Pikes und reiße das dann in Castle Age. Als ich dann gesehen habe, dass er Franke war, dachte ich mir, ja gut, er hat halt keine Kamele, das könnte mein Vorteil dann sein auch, und Steplancers, und genau, mein Plan war, Feudal mit Pike steffen und dann halt Castle Age gehen. Mhm. Ja. Also du hast die Mongolenstärken quasi eigentlich völlig ignoriert und dann... Gut, ich habe eine Mühle fürs Deer gebaut, ach so, ich habe halt extra Deer geholt, ich habe insgesamt 8 Deer, glaube ich, geholt. Ja. Nee, so, ich mein so militärisch, weil man ja auch super schnell einen Scout Rush spielen kann in der Theorie und so Zeugs. Das wollte ich gar nicht machen. Ich dachte mir, naja, seine Scouts haben halt mehr Lebenspunkte. Direkt schon. Ich muss ja erstmal Bloodlines erforschen. Das heißt, seine Scouts sind schon mal stärker als meine Scouts. Mhm. Bei gleicher Eco und gleichen Ressourcen verwendet, also lasse ich das sowieso. Def das mit Pikes kosteneffektiv. Und genau, klär das dann mit der Castle Age. Und ich bin ja aber auch gegen Franken, gegen den Dingo Ingo gespielt, auch auf Land Madness. Und da dachte ich mir, das hat da eigentlich ganz gut funktioniert. Jetzt kam natürlich was ganz anderes. Mhm. Ja, klar. Dieser bunte Mix, aber da glaube ich, dass ich den auch recht kosteneffektiv verteidigen konnte. Und der kostet mich zu viel einfach, dass ich da random Gebäude baue, alle möglichen Upgrades theoretisch machen könnte, müsste. Ja. Das ist schon, das hat schon einen Grund, warum es eine Meta gibt und warum das nicht die Meta ist mit den Franken. Naja, wobei Scouts into Archer ist schon stark auch. Also das ist jetzt nicht verkehrt, finde ich. Und für Castle Age spielt's mir dann sind die Franken wahrscheinlich schon noch die ganz gewöhnlichen. Ja, Leute, stimmt, oder? Stimmt. Ich habe deinen Mongolen-Pick voll falsch eingeschätzt. Ich dachte halt so, ja, es kommt halt schon so ein richtig frühes Feudal halt mit dem Handbonus, genau. Bin deswegen auch so schnell ich konnte hoch, weil ich dachte, ich will nicht in das Hintertreffen kommen beim Scout-Battle. So. Mhm, dann dachte ich in der Ritterzeit so, okay, der boomt jetzt, also er hat sich wieder abgewollt, der boomt jetzt sicher zu Mangodai. Und dachte, ich habe halt noch ein bisschen Ruhe dann so, wo ich kurz meine Eco mal ein bisschen machen kann und dann mal überlegen, was ich da überhaupt gegen machen will oder kann. Und dann kam halt der Go von dir und dann war es das zweite Mal, dass ich voll daneben lag und das hat gereicht auf jeden Fall. Also sicherlich. Ja, Manu, ja, auf Schützen, das wirst du nicht sehen in dem Turnier, deswegen. Nee, wer mich kennt, der weiß, ich baue Mauern und ich baue gedeckte Einheiten. Ja. Auf jeden Fall schöne, starke Spiele, schöne Mindgames, schöne Reaktionen, nice Fights, hat mir sehr gut gefallen. Ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Games von euch beiden und ja, damit ist Horus weiterhin ungeschlagen und damit steht auch dein nächster Gegner schon fest, es wird halt Ölbert werden. Ich musste, oh Mann, ey, im letzten 1-1 musste ich auch gegen Ölbert ran, ey, im Finale, gut, da war es schon zu Finale. Ja, also hier ist die Tabelle noch momentan. Horus auf 1 wegen der besseren Buchholzwertung. Deine Gegner waren stärker als die von Ölbert, deswegen bist du auf Platz 1. Ja, Ölbert kam ja super weg immer. Ey, der liest das, hört das jetzt hoffentlich gerade, ne, Ölbert. Watching you. Also ich fand jetzt Dingo Dynamite nicht so schwach, ehrlich gesagt. Ach so. Ja,
Okay, und danach das Matchup steht eigentlich auch schon mehr oder weniger fest, würde ich behaupten. Wobei, nee, eigentlich nicht. Oh, jetzt sind hier drei auf gleichem Punktestand. Jonathan, Vegane Mayonnaise und Dingo Dynamite könnten alle gegeneinander kommen, so wie ich das hier sehe. Wobei ich das noch nicht... Also, ja, wer gut spielt, muss halt gegen gute Leute kämpfen. So ist das nun mal, ne? wobei ich da auch schon gemerkt hatte, dass dass beim letzten Mal das alles nicht so rauskam, wie ich mir dachte. Und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich bei den Matchups komplett durchrechnet bis zu allen Tiebreakern. Ich glaube, der nimmt immer bloß die Punkte und nicht die Tiebreaker, die danach kommen. Deswegen, ja, mal schauen, wer da noch auf dich wartet, Jonathan. Wen würdest du denn am liebsten wünschen von den Leuten? Also wir haben jetzt hier noch, wenn man jetzt wirklich von den 3-1-Leuten ausgeht, wären das Dingo Dynamite, Vegane Mayonnaise, Lestrüm, Mobi, Leterpustik, Felix und dann eventuell ich, ja, oder Dingo Ingo. Das kommt dann. Dann natürlich das Leipzig-Derby gegen Dingo Dynamite. Oh, wenn ja. Wenn ich mich da nicht irre, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe das auch mal aufgeschnappt. Ja, genau. Also, Dingo Dynamite hat bestimmt auch Bock gegen dich. Bin ich mal gespannt, ob das tatsächlich passiert. Ja, insgesamt, die nächsten Matches werden alle krass und so langsam sind die üblichen Verdächtigen oben und werden gegeneinander antreten müssen, würde ich mal so behaupten, ne? Also, da kommt man nicht mehr. Hat der Dingo denn zugeguckt, der Dingo Dynamite? Weiß ich nicht. Wenn er im Chat ist, dann sage ich ja, ansonsten nein. Doch, da ist er. Dingo Dynamite ist im Chat. Desert ist auch am Start. Also so ein paar Leute im Chat hier, die... Dem Dingo will ich noch Danke sagen, dass er mich warm gespielt hat und weggeklatscht hat. Okay, ja, wie geht's weiter in den nächsten Tagen? Wir, upsala, das ist Statistik, wir gehen zum Timetable hier. Morgen Abend auf Dingo Dynamites Kanal mit Dobby als Co-Caster werde ich gegen Dingo Ingo spielen. Das wird anstrengend, denke ich mal. Wie alles, was jetzt passiert in dem Cup. Freitag haben wir aber auch noch ein paar richtig nice Matchups mit Christoph gegen Fredda und Diego gegen Tama Odama. Wo ich auch bei allen Matchups sehr, sehr gespannt bin, wer denn da die Nase vorne hat. Und ja, momentan ist uns ja der Reggae ausgefallen. Es steht schon ein Ersatz im Raum, deswegen vielleicht in den nächsten Tagen auch noch dieser Ersatz für Reggae gegen Magic. Ja, das ist das Programm der nächsten Tage. Wäre schön, wenn ihr wieder einschalten würdet, falls ihr das nicht sowieso tut, weil ihr eigentlich eh nur Zuschauer seid, die gefühlt hier an dem Cup teilnehmen. Ein paar verirren sich ja dann doch immer mal wieder hierher. Finde ich eigentlich auch ganz schön. Weiß nicht warum, aber bei so Spielen wie heute kann ich es schon verstehen, dass man da mal bei uns reinschaut. Ist schon ein gutes Spiel gewesen oder ein gutes Matchup. Ja, vielen Dank euch beiden auf jeden Fall. Und vielen Dank. Ja, vielen Dank an Jonathan, der wie im echten Leben heißt? Micha. Aber mit zweitem Namen, Jonathan. Also, achso, dann vielen Dank an den Micha Jonathan. Ja, echt Domme? Schön. Ja, bitte. Darf ich dich für ein Duell fordern? Ich habe 30.000 Punkte. Jetzt. Wenn du Zeit hast. Ja, ich weiß. Wir können es. Es ist halt immer so. Okay. Ja, gut, dann spielen wir jetzt halt noch ein Duell. Ja, dann musst du aber auch die 30.000 Punkte einsetzen hier. Ja, ich weiß auch nicht mal wie. Ich habe gerade nur, hier, es ist Zeit für ein Duell. Und wenn ich da drauf drücke. Ja, da musst du was machen. Also einfach so spiele ich nicht gegen dich natürlich. Ja, so nicht, dass ich es nochmal verwende, meinst du? Ja. Ich bin tatsächlich zu blöd, diese Punkte einzusetzen. Du hast die einfach nicht, Manu. Das sind 3.000 Punkte bei dir. Kann dir einen Screenshot schicken. Also wenn ich klicke hier auf das Emote und dann ist da das 30.000 Punkte, das rote Emote. Danke Jürgen, Jürgen fürs Prime-Abo, vielen Dank. Dann drücke ich da drauf und dann komme ich nicht mehr weiter. Ja, also solange das hier nicht in meinem Chat steht, sehe ich natürlich keinen Grund, ein Duell mit dir zu machen, Manu. Ja, warte. Ich muss noch eine Nase. Hi, der Bimbam. Okay. Mach viel Spaß, tschüssi. Danke. Oh,
Manu, du darfst natürlich die Settings festlegen. Das ist ja immer so das Ding. Die also, Settings. Ja, was ich wünsche. Also, ich finde ja, man muss die Community immer mit einbeziehen. Mhm. Und ich werd 4 Spieler benennen, die eine Karte aussuchen dürfen, die dann in einen zufälligen Pool reinkommt. Und daraus wird dann das Spiel gebaut. Ach Gott. Also, Marty darf eine Karte aussuchen. Der Dingo Ingo darf eine Karte aussuchen. Der Mobi darf eine Karte aussuchen. Sind die überhaupt alle da? Wie bitte? Sind die alle da? Ja, weiß ich nicht. Ja, okay, nicht. Natürlich, nee, du darfst nichts sagen, natürlich. Noch nicht. Sorry. Wo sehe ich denn, wer da ist? In den du im Chat reingibst. Ah, der Benutzer. Okay, also. Was habe ich jetzt gesagt? So, der Marty, der Dingo Ingo und der Dingo Dynamite. Dingo Dynamite auch noch. Und wenn er noch, ne, Mobi ist nicht mehr da, dann hat er Pech gehabt. Ja, dann nehmen wir noch Jonathan wegen den geilen Spielen, darf er auch noch eine Karte reinschmeißen. Also, wir haben einen Nomade drin. Was? Oh, Nomade. Alle Leute, ihr, alle mit eurem fucking Nomade. Es ist doch random, wir sind noch nur eins zu viel. Ja, ja. Ich weiß eh, dass am Ende Nomade wird, ich mein TC nicht bauen kann, weil ein Berg ist, und dann baue ich es später als du neben deinem TC. Aber es ist dann auch schnell vorbei, ist gut. Ja. Was für ein Nomade denn? Also, Landnomade, oder also was? Ein ganz normales Nomade. Ja. Okay, Nomade. So, dann müssen die anderen halt noch abstimmen. Dann muss jetzt der Marty... Ne, Mathis, sorry. Außer wenn jetzt niemand schreit. Was, Mathis? Mathis hat Teaminseln gesagt. Gut. Also Mobi ist da, der sagt Kontinent. Kontinent. Genau, nehmen wir jetzt Mathis Teaminseln, Kontinent. Und wenn der... wenn der Dingo Dynamite noch schnell ist, dann kriegt er noch die letzte Abstimmung. Leute, ich bin hier mal raus, ne? Ja. Nicht, dass ich hier noch mehr CSGO. Ja, es ist halt die Frage, ob man das jetzt auf dem Channel. Ich werde halt nie wieder nichts reden können währenddessen, ne? Das ist halt so eine Sache. Warum denn? Der Dingo Ingo, der eigentlich. Der Dingo Dynamite, der Tobi heißt, der schreibt nicht. Und dann. Und Chef Mattes, ist es jetzt Teaminseln oder Socotra? Du musst dich schon entscheiden. Manu muss halt aus Discord raus. Ja, okay. Das geht natürlich auch. Muss ich dann? Ja, sonst kann ich nicht reden die ganze Zeit. Ach so, ja. Okay. Ist halt die Frage. Bin ich da alleine? Ist halt auch langweilig, wenn man alleine ist. Ne? Neil Delta wird. Ich gehe jetzt mal kurz aufs Klo und dann entscheidet sich mal noch. Genau. Also ich bin von Dingo Dynamite enttäuscht, dass er die Ehre nicht wahrnimmt, dass ich ihn hier jetzt nominiere. Und ja, was macht man da? Marty hat uns auch verlassen. Ja, okay, Teaminseln haben wir drin, Nomade haben wir drin. Oh, Socotra. Oh boy. Okay. Hoffentlich nicht Teaminseln, ich hasse die Karte. So, was haben wir denn hier? Oh ja, Umi hat noch einen Vorschlag, mega random, und das finde ich fantastisch. Mega random, alles klar. Ja. Also, gut, dann geh ich mal. Was ist es jetzt nochmal hier, ja. Chef Mattis? Du hast 1000 Sachen gesagt. Du kannst nicht dich also für 7 Dinge entscheiden. Wir haben Teaminseln, Nomades, Socotra und Kontinent. Haben wir noch? Achso, oder Kontinent. Also Kontinent, mega zufällig, Nomade, Teaminseln. Ist nur Chef Mattis, der 3 verschiedene Maps gesagt hat dabei. Ach so. Ja, okay. Ja, dann machen wir es doch so. Okay. Und dann ist es, wie es ist. Gut. Und wenn ich in der Lobby drin bin gleich, dann gehe ich... Was für ein Game-Modus machen wir? Das gibt's ja auch noch. Ich habe bei Königsmord Angst, dass ich irgendwie Petarden übersehe und einfach verrecke. Wie kann das denn passieren? Da machen wir nichts Wildes. Das lassen wir mal wieder. Okay. Ganz normal.
Sonstige Zusatzregeln, und nur weibliche Dorfbewohner oder sowas. Ach so, und dann muss man die immer töten. Ich finde, immer wenn ein Zuschauer, der beim Hera war das auch, immer wenn ein Zuschauer so ein Abo macht, dann muss er Dorfbewohner löschen. Und ich find, was? Ja, hast du nicht gesehen. Es ist krass, okay, wenn aber... Wenn er abonniert hat, muss er Dorfbewohner löschen. Und das finde ich gut. Ich finde, das ist die Challenge. Das ist die Challenge. Das heißt, ich lösche immer einen Dorfbewohner, wenn ein Abo rein. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Geld machen soll. Ich wollte es nur wegen den Emotes haben. Okay. Also, das ist der Deal. Der Chat ist der Zeuge. Okay. Oh Gott. Random Sif oder ist es mit Pick? Ja, wir machen Random Sif. Ah, wenn wir schon mega random drin haben, kann man auch random Sif machen. Ja, dann. Gut, dann gehe ich nach. Viel Spaß, oder? Manu. Ich wünsche dir. Jawohl. Viel Bock. Ja, dir auch. Ciao, ciao. Warte mal, alle willst töten? Nee, einen will töten pro Abo, oder was? Ich glaube, einen will. Ach, ja, GLHF. Ach Gott, jetzt darf ich gegen so einen eingespielten Dude hier noch spielen. Wünscht mir Glück, Leute. Das wird aus der Hölle. Kaufe ich einen guten Wein zu Weihnachten. Malaien gegen Koreaner. Auf Nomade. Natürlich Nomade. Was sonst, Leute? Gegen Koreaner. Ja, geil. Fuck my life. Ich hasse es so sehr. Wieso ist es denn Nomade? Das ist doch nicht normal. Okay, wir haben hier einen Villager, der einen Hafen baut. Und die zwei. So, ihr sucht euch jetzt mal einen schönen Woodline. Da oben ist doch Wood. Sehe ich doch bis hier. Gut. Ich kotze. Wieso muss es denn Nomade sein? Das ist immer die gleiche Scheiße. Natürlich habe ich auf dem Weg nichts gefunden. Ja, der Spot hier wäre natürlich schöner gewesen, aber man weiß es ja nie. Manu hat sein TC schon ab, weil er mit 3 baut vermutlich, oder weil er mehr gescoutet hat. Ja, wahrscheinlich hat er mehr gescoutet als ich. Okay, also. Wie spielt man denn den Spaß hier? Ich... bin mit Normale noch nie wirklich zurechtgekommen. Gibt's hier nicht irgendwo... Ich brauche das... Oh, da ist ein Boar. Das Boar läuft weg. Warum? Kühe, wahrscheinlich muss man ja eher auf Holz gehen, aber irgendwie funktioniert es bei mir nie so, wie es soll, mit diesem Holz und dann direkt Fischerboote und so. Spiel auf jeden Fall nicht so wie heute Mittag. Was soll denn das heißen, bitte? Ich habe 1A gespielt auf Normale, nur weil ich von 2 Leuten getowert wurde. Sehr gut. Das ist noch eine Kuh, die nehme ich. Also Manu weiß, wo mein Hafen ist. Ich bin Malaie. Jetzt ist... Oh, nice. So, jetzt muss man auf jeden Fall mal auf Holz gehen, ja, sonst wird es ja nie was. Mehr auf Wood? Ja, ja, schon klar. Aber wie viel?
Ah. Ich will Fischerboote bauen. Los geht's. Gib den Scheiß ab. Ach, jetzt habe ich hier die drei voll. Nicht gut. Alles in allem nicht besonders gut. Oh, schick. Das ist natürlich schön hier. Okay, so bad sieht's gar nicht aus. Ich habe schon schlimmere Dinge getan in dem Spiel. Ja, ein bisschen was von der Map sehen wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Also. Okay, also ich habe immer noch keine Ahnung. Ich rede auch nach wie vor nicht viel. Der Spot hier unten war nicht besonders geil, muss man leider sagen. Okay, irgendwas... Nee, natürlich habe ich hier keine Ressourcen. Wäre auch Quatsch. Eigentlich immer Stein auf den Scheiß hier, denke ich mal. Nee, warte mal, das machen wir nicht. Gehen hoch. Was denn, bauen wir in irgendeine Richtung, die einigermaßen schön ist. Das ist alles Scheiße hier. Ich brauche hier einen Hafen oder so. Ja.
So, dann ist es ja meistens nicht schlecht, irgendwann Militär bauen zu können. Oben am Hafen liegt ein totes Reh. What? Oh, da. Aber jetzt helft ihr mir ja, das ist ja auch nicht gut, Leute. Oh, und da ist ein... Shit. Das macht keinen Sinn, aber sehen will ich mehr. Und wir wollen als Malayen eigentlich Bogenschützen spielen, ne? Oder wollen wir... Ha! Wir haben es doch gerade gesehen, was wir wollen. Oh Gott, wie viele Eidelein hier? Schöne. Aku penggali tambang. Aku mengumpulkan. Apa syasananya? Aku pengerti. Aku mau. Aku akan. Aku mau. 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 Ich vermute, dass der dahinter einfach sein TC gebaut hat. Und deswegen kommt jetzt da ein Tower hin. Fisch. Das hat nicht so viel Sinn, wie ich das gerade aufteile hier. Mein Gott, was soll ich tun? Hier alles. Aku pemangun gedung. Siap. Apa sasaran aku? Aku penggali tambang. Okay. Swasti. Siap. Apa sasaran aku? Aku pemangun gedung. Iya. Aku pemangun penggali tambang. Leute, baut es doch! Aku pemangun gedung. Aku pengerti. Aku marwan.
What? Was hab ich mit dem gemacht? Ah, ein Bett gebaut. Ob das alles gut ist, was hier passiert, ich sag eher nicht. Wieso backen die denn hier alle so rum? Okay, das war alles in allem nicht geil, aber ich hatte doch einen Plan, Leute. Den machen wir jetzt auch. Wo sind 14 Leute idle? Das ist schlecht. Und ich bin Haus, das ist natürlich auch nicht gut. Wie lang bin ich schon Haus? Das ist eine Frage, die man sich stellen kann an der Stelle. So, jetzt ist Manu seit 100 Jahren in Fiore. But what will he do? Es ist so überfällig, dass ich ein TC baue. Akupan.
Okay, das ist alles in Ordnung. Machen wir da unten rein. Die Burg wird hochgehen. 1-0. So, jetzt will Manu bei mir daheim natürlich kommen, ist klar. Aber wir verteilen uns jetzt mal schön auf der Map hier. So wie sich das gehört. Ein paar schöne Upgrades. Wo werden wir angegriffen? Hier. Fisch-Ego haben wir auch ein bisschen. Das ist nicht schlecht, wenn man die hat. Hat Manu wieder einen Hafen gebaut. Mal gucken. So, jetzt machen wir mal ein bisschen Eco-Upgrades, sind wichtig, Leute. Es ist immer schon gut gewesen, Eco-Upgrades zu haben. So, und ich produziere seit 100 Millionen, 1000 Jahren nichts mehr. Also keine Dorfbewohner mehr. Es ist so bad. Aber naja, so ist das Leben halt manchmal auf Nomade. Was soll man tun? So, ganz gut ist doch bestimmt. Wir kosten das Kriegshäfen, wäre doch nicht schlecht, oder? Komm, halt ich nicht mit dem Holz. Kommt die Gegencastle. Neben mir. Das ist doch gut, eine Waffenschmiede zu haben, denke ich, ne? So, tolles Team, auch geil. Junge. Ich habe jetzt so viel Stein, ne? Eigentlich müsste ich einfach mal woanders noch was bauen. Hier zum Beispiel. Das klingt doch gut. Ob die hochgeht, vielleicht schon.
Okay. Wieso kickt eigentlich meine Fisch-Ego nicht mehr so? Ah, deswegen. Das war nicht so erfolgreich. Ja, natürlich wollen wir daheim auch mal ein bisschen Ruhe haben hier mit der ganzen Scheiße. For real. Das geht mir so auf den Keks, immer diese Scheißreiterei. Ja, ich muss eigentlich einen Markt bauen und hochklicken. Aber ich habe halt einen anderen Fokus, sage ich mal, und der liegt hier drauf.
Ja, Leute, machen wir uns nichts vor, ich werde das Spiel verlieren, weil ich nicht gerade schlau agiere. Immer muss man Kontereinheiten bauen zu diesem Manu, damit er Ruhe gibt. Immer spielt er schlau. Nie witzig. Also, selbstverständlich werde ich das hier verlieren. Das ist nicht die Frage. Aber es ist natürlich auch schon die Frage, wie witzig ist das, was wir hier machen. Dann würde ich sagen, das ist eigentlich schon ganz witzig. Ja, natürlich kommt er da drüber. Thank you.
Dann spiele ich halt auch mal wieder Pferde. Das ist zwar mega langweilig, aber na gut. So it is. Ja, Leute, ich komme hier leider auch jetzt wieder nicht allzu viel. So ist es halt manchmal.
Sprenkler Oni ist OP, Leute, wisst ihr selber. Wahrscheinlich nix. Ziehen alles eh nur in die Länge gerade. Schon seit einer halben Stunde oder so. Von daher, GG. Hi Manu. GG, Alter. Was da los? Was für ein Stress? Wieso? Ich hab doch gar keine Einheiten gebaut, groß. Ich dachte, du bist hart am Abusen von den Rollsen. Ach so, nö, gar nicht. Ich hab gedacht, ich mach mal nur irgendwie so Burgen und hier ein paar Elefanten und dann Only Plänkler und keine Ahnung. Wie viel Rohstoff hast du am Ende noch gehabt? Was meinst du? Hattest du noch viele Rohstoffe? Nö, gar nicht. Ich hatte 10 Dorfbewohner, gar nichts und so. Ich dachte, du hast halt irgendwie so 70 oder nicht 70, aber so 50 Fischerboote. Nee, Quatsch. Also ich hatte schon viele Fischerboote noch und so, aber auch nicht so viele. 30 vielleicht oder so, 20 sowas. Ich bin auch viel zu spät darauf gekommen, dass ich ja noch diese koreanischen Schiffe da habe. Ja. Ach so. Anfang mal. Theoretisch hätte ich wahrscheinlich einfach in Imp gehen können und GG und so. Ja, ich habe mich hochgekauft. Ich hatte super. Aber ich weiß nicht, ich habe gedacht, ich mache irgendeinen Quatsch. Ich wollte überall die Häfen bauen und so. Die Reusen habe ich gar nicht gebaut. Tatsächlich, es war vielleicht auch nicht so schlau. Naja. Nee, weil das dachte ich so. Ja, das hätte ich natürlich machen können, klar. Weil du hattest das Wasser, dann waren die halt auch safe und. Naja. John, nee, ich hätte einfach Reusen bauen sollen und dann diese umsonst Kämpfer spammen wie blöd die ganze Zeit und so. Das wäre dann schon ganz gut gegangen, aber. Ja. Ist auch nicht. Ich habe mich irgendwie für keine Einheit entschieden, das war vielleicht nicht gut. Und die Elefanten hast du halt irgendwie alle weggeworfen? Ach so, ja, die habe ich ja nur reingeschickt. Ja, wie gesagt, ich habe halt irgendein Zeugs gemacht. Nichts wirklich direkt. Ich dachte erst, du wärst links unten, weil ich hatte deinen Hafen gesehen. Ja, ja. Ich habe da unten eine Kuh verloren. Also dachte ich, du bist jetzt links von mir in der Ecke. Ja, war ich ja auch ein bisschen. Aber ich dachte, da wäre dann TC quasi so. Ach deswegen so. Habe ich meine Basis auch so rüber ausgebaut, dass ich dachte, du kommst von da drüben. Auf einmal wird da oben so ein Tower gebaut, den ich zum Glück gleich gesehen habe. Ja. Naja. Ja, GG hat Bock gemacht. Ja, wie Nomade halt Bock macht. Halt Quatsch. So wie du meinst, so wie der Gingo Dynamite auf Coast to Mountain, ne? Ja, schon. Oh boy. Ja, gut. Danke fürs Spiel. Ja, dauert danke dir auch. Bis ich 30.000 hab. Dann gute Nacht, würde ich sagen. Ja, Nachti. Und dann raiden wir noch. Wobei, es lohnt sich fast nicht mit den 3 Leuten, die noch zuschauen. Wie? Uns guckt keiner mehr zu. Ja, ich war halt trotzdem ruhig und hab nicht wirklich irgendwas kommentiert oder so, es war super langweilig zum Zuschauen. Das ist halt scheiße. Also das ist echt, ich komme da einfach nicht mit und müsste einfach mehr aktiv sein und irgendwelches Zeugs machen und sagen. Der Entertainer-Spiel. Ja, aber das lohnt sich auch nicht wirklich, das nochmal anzuschauen, muss man sagen. Okay. Ja, war auf jeden Fall witzig und irgendwie hat es überall immer geblinkt. Perfekt. Okay, also ja. Ciao, ciao. Ciao, mach's gut, Manu. Ja, und ciao, lieber Stream. Wir sehen uns die Tage. Macht's gut. Ciao, ciao.